und herzlich willkommen, liebe Arcada Club Freunde. Zack, das neue Jahr ist da, der 2.1.2021 und zack ist der Club auch schon wieder online. Ich wünsche euch allen ein frohes und ein gesundes und vor allen Dingen, wie Heidrun es eben sagte, fröhliches neues Jahr. Ja, wir müssen das Beste draus machen und dann schaffen wir das schon. Und wir machen uns eine fröhliche Zeit hier im Arcada Club mit dem nächsten Kursteil. Und da der letzte mit Pages so viel Spaß gemacht hat, wo wir alle an den Dokumenten rumgearbeitet haben, haben wir auch heute einen interaktiven Teil. Diesmal aber einen Übungsteil. Das erkläre ich nachher, wie das funktioniert. Wenn wir soweit kommen, ich muss mal gucken, ob wir soweit kommen, müssen wir ein bisschen auch lernen, wie was geht. Aber wir schauen mal, dieser Kursteil zu Keynote setzt aber voraus, dass ihr Pages schon ein wenig könnt. Da haben wir ja 4 Teile zu gemacht. Falls ihr also jetzt das Video in der Aufzeichnung seht und euch fragt, hey, wie macht er das denn? Dann stoppt das Video, geht zurück auf die Homepage bei YouTube und guckt euch nochmal Pages Teil 1 bis 4 an. Da erklären wir alles, was wir jetzt so als Grundvoraussetzung einfach ja, voraussetzen und deswegen können wir da auch ein bisschen schneller drüber springen. Vieles ist gleich, einiges anders und auf dieses anders gehen wir ein bisschen ein. Ja? So, wie immer schalte ich hier auf meinen Mac, da unten bin ich jetzt auf der anderen Seite, da stehe ich am wenigsten in den Schaltflächen, habe ich festgestellt und ich habe Keynote geöffnet und wir sind in Keynote in der Themenauswahl und ich gehe jetzt so ein bisschen drauf ein, was sich verändert gegenüber der Version, die ihr ja schon von Pages kennt, denn auch da haben wir ja die Themenauswahl und ihr seht, hier gibt es jede Menge. Ja, auch Apple gibt schon welche vor. Da sind also schon tolle Sachen mit im Boot. Ja, also sehen richtig klasse aus. Aber wir gehen hier oben auf alle Themen. Wir wollen von Grund auf ein eigenes Thema quasi erstellen. So, und einen kleinen Unterschied gibt es jetzt schon an der Stelle. Und das muss ich euch sagen. Vielleicht habt ihr nicht das Bild, so wie es da ist. Wir gehen von der Keynote-Version der aktuellen aus. Und das ist im Moment Stand 2.1.21, die Version 10.3.8. Ja? Wahrscheinlich in der Aufzeichnung sind schon ältere Versionen, neuere Versionen dabei, die könnt ihr auch benutzen. Manches geht auch in den älteren Versionen, aber wenn manches nicht geht, liegt es daran, dass ihr vielleicht nicht die alleraktuellste Version habt. Und wie immer könnt ihr jetzt auch hingehen und Kommentare schicken. Ja? Dann gucken wir uns die später auch an. Wir machen noch so eine Kommentarrunde und die Mitmachrunde. Schaut mal, hier ist die Themenauswahl, so wie ihr sie von Pages her kennt. Aber es gibt einen Unterschied und zwar hier oben. Da seht ihr einen Registerreiter, der einen Schalter, den kann man aufklappen und dort steht breit 16:9 oder Standard 4:3. Wenn ich hier mal auf 4:3 klicke, da sieht fast alles genauso aus, nur schaut mal, es ist eher viereckig geworden, also wie so ein alter Fernseher, ja, die Röhrenfernseher, die waren so im 4:3 Format, aber wenn wir im HD-Format, im Breitbildformat arbeiten wollen, dann müssen wir auf 16:9 gehen, dann haben wir das Querformat, was die HD-Fernseher benutzen und damit fängt es auch schon an, was ist Keynote denn überhaupt? Keynote ist eine Präsentationssoftware. Wenn ihr also irgendwas präsentieren wollt, ja, dann könnt ihr das mit Keynote sehr eindrucksvoll machen. Und wie eindrucksvoll zeigt Apple jedes Mal auf der Keynote, die sie abhalten. Und die heißt ja nun mal Keynote, weil sie mit Keynote gemacht worden ist auch. Ja. Also wenn Apple da auf der Bühne steht, früher war es so, jetzt haben wir ja die Aufzeichnung bislang immer gesehen, aber wenn sie was präsentieren, auch heute kommen ja noch die Folien reingeflogen, dann haben sie das mit Keynote gemacht. Und wer immer gut aufgepasst hat bei diesen Keynote-Sendungen, der hat immer plötzlich gesehen, da ist ein neuer Effekt da, da kommt irgendwas reingeflogen, das kenne ich gar nicht. Und dann kam tatsächlich ein paar Stunden später ein Update zu den iWork-Programmen, auch zu Keynote. Und plötzlich ging das. Ah, da wusste man schon, aha, die haben schon die neue Version quasi auf der Bühne getestet. So, also professionell testet und präsentiert Apple solche Software und präsentiert damit eben Inhalte. So, und das kann Keynote, aber Keynote kann mehr. Und das ist ja das Gleiche, wie wir es bei Pages festgestellt haben. Mit Pages kann man Texte schreiben. Ja? Einfach Texte oder Briefe oder Layouts oder Grafiken machen, wie wir es gemacht haben. Grußkarten für E-Mail-Programme. Nachher haben wir ganze Bücher gemacht mit Pages. Und so ist es mit Keynote. Keynote ist zum Präsentieren da. Wir können das präsentieren. Aber wir können auch etwas animieren, wir können ganze Animationsfilme machen, wir können die Animationsfilme exportieren in verschiedene Formate und können sie in iMovie zum Beispiel für Titelvorspänne, für Einblendungen des Namens etc. für all das verwenden. Keynote ist so umfangreich und so genial, dass es tatsächlich so ein kleines ja, Animationsstudio ist, aber es ist eher so ein ja, Daumenkino. Wir werden also vieles uns konstruieren müssen. Es kann nicht jetzt 3D-Grafiken machen, wie euch das für euch eine rotierende Kugel, Erde zum Beispiel. Das würde nicht gehen. Das machen eben wirklich 3D-Programme. Oder wie eben der Wunsch kam, so ein Kalenderblatt, was blättert. Das werden wir so auch nicht hinbekommen, weil wir können Objekte nur, naja, so ein bisschen. Ich gebe dem Wolfgang nicht ganz so die pessimistische. Er hat in der Pre-Show gesagt, ich hätte gerne ein Kalenderblatt, was umblättert. Vielleicht finden wir sowas Ähnliches. Aber
Man muss ein bisschen gucken, nicht alles geht, aber vieles sehr eindrucksvoll. Also zunächst einmal müsst ihr euch Gedanken machen, welche Präsentation oder wo wollt ihr denn präsentieren? Ja, manchmal geht man zu irgendeiner Firma und hat da so einen HDMI-Anschluss, kann da seinen Laptop anschließen und dann ist die Frage, was kann der Beamer denn jetzt? Kann der so ein 16:9 Format überhaupt, so ein Breitband oder 4:3? Die meisten, die auf so einer Leinwand präsentieren, haben eher so das 4:3 Format, also eher in so einer viereckigen Kastenform. Wenn man aber schon was moderner da aufgestellt ist, vielleicht auch das 16:9 Format. Also da muss man sich schon mal so ein bisschen im Klaren sein, wo will man präsentieren. Und dann kommt die Art, wie man präsentiert. Und da möchte ich gleich noch so ein paar Tipps geben. Also das hat dann gar nichts mit Kino zu tun, sondern vielleicht einfach so der Art, wie man präsentieren kann. Weil Präsentationen können somit das Langweiligste werden, was ihr jemandem antun könnt. Ja, ich finde das ähnlich langweilig wie damals solche Dia-Shows, ja, wo man dann so ne, da sah man schon, wie diese Batterie von Dias, oh, die müssen wir uns jetzt alle angucken und dann wurden die Dias alle gezeigt, ja. Also so Präsentationen können so nah an der Grenze sein, aber das liegt daran, A, wie man präsentiert und B, was man präsentiert, ja. Am besten ist es, freistehend zu präsentieren, das tue ich hier auch, ich lese hier nicht ab, ja, oder habe hier im Hintergrund was ich euch nur vorlese. Also Keynote ist ein Präsentationsprogramm und damit könnt ihr Präsentationen erstellen. Das ist die schlimmste Art zu präsentieren. Ja? Dinge, die da sowieso schon stehen, noch ablesen, da braucht man den Redner nicht. Ja? Da kann sich auch das Publikum hinsetzen und man drückt nur auf Weiter, bis die fertig gelesen haben und die lesen sich das selber durch. Also präsentieren, gut präsentieren, meine Meinung, gut zu präsentieren ist, freistehend zu präsentieren und hinten nur unterstützend zu arbeiten. Schlagwörter einblenden, Grafiken einblenden, die gerade zum Thema passen. Und deswegen kann man bei Keynote auch immer auf Tastendruck quasi eins weiterschalten. Wenn man also jetzt gerade in so einem Satz ist und sagt, so und heute machen wir den tollen Einsteigerkurs, dann würde ich quasi die Leertaste drücken oder es gibt auch eine Fernbedienung oder sogar das iPhone kann man als Fernbedienung benutzen und darauf dann quasi die Folien weiterschalten. Ja, und so lässt sich toll präsentieren. Und schaut mal bei der Keynote von Apple, da hat immer einer so eine kleine Fernbedienung, die haben so eine spezielle Funkfernbedienung in der Hand und da drückt er mal drauf. Wie der Wettermann, der die Wetterkarten weiterschaltet, ja, der hat auch so eine kleine Fernbedienung in der Hand. Manchmal macht es auch die Regie, wenn sie gut ist. Ja, das passiert übrigens auch beim Präsentieren. Wenn einer gut mitdenkt und genau weiß, wann er die Folien weiterschalten muss, kann der ja auch drücken. Da muss man nicht mit so einer Fernbedienung da stehen. Aber so sollte man auf jeden Fall präsentieren, dass man A, das Gesagte nicht nochmal in Text wiederholt. Ja, das ermüdet total. Sondern da hinten sollten Dinge passieren, die aufregend und spannend sind. Ja? Also wenn ich hier den neuen M1-Prozessor präsentiere und sage, das ist der tollste Prozessor, den wir je haben, dann wird jeder sagen, ja, und wie sieht der aus? Und dann sollte das hinten vielleicht auf der Folie zu sehen sein, wie der aussieht. Ja? Und nicht, dass da steht dann der Satz, das ist der tollste M1-Prozessor. Das ist schon mal die Art, wie ihr das Ganze machen könnt. Und jetzt kommt Keynote ins Spiel. Keynote unterstützt euch bei der Art, die Dinge zu präsentieren. Weil Keynote haut das mit ein paar Effekten raus. Mit ein bisschen Aha-Effekten, sodass der Zuschauer sagt, ach, toll, ja, oder lustig oder schön eingeblendet oder übersichtlich eingeblendet. Aber auch da, Achtung, wir werden gleich sehen, wie viel man animieren kann. Und da geht bei manchen wirklich, da geht es aber richtig ab. Ja. Die entdecken zum ersten Mal alle Effekte und dann kann auch eine Präsentation in so einem absoluten Effektfeuerwerk enden und dann wird man wahnsinnig. Ja. Hinten Feuerwerk und dann fliegt da noch was rein und hinter mir läuft eine Kuh durchs Bild, ja, und unten die Literflasche Milch wird aufgefüllt und dann sprengt sich das die Seite in die Luft und eigentlich wollte ich nur zeigen, die Milchpreise müssen erhöht werden. Ja. Also das überfordert dann auch, lenkt viel zu viel ab hinten. Ja, Redner wird überhaupt nicht mehr wahrgenommen. So, das jetzt mal so vorab zu allem. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen in Keynote reinarbeiten. Ja. Also wir erstellen jetzt erstmal hier eine standardweiße Präsentation. Damit fangen wir an und drücken hier auf Erstellen. Das ist eine der Vorlagen, die uns von Keynote zur Verfügung gestellt wird. Ich mache mal hier diese Grafik weg. Ihr seht auch unten die Tasten wieder eingeblendet, wenn ich was drücke. Und hier ist eben jetzt die Präsentation. Und diese Vorlagen, das haben wir ja schon in Pages gesehen, dass man eigene Vorlagen kreieren kann, die kann man hier auch kreieren. Wir können uns quasi Vorlagen für verschiedene Sachen kreieren.
Und das kann wichtig sein in einer Firma, wenn man zum Beispiel sagt, pass mal auf, wir haben also Listen, die stellen wir nur so dar, Grafiken bitte immer nur in der Form darstellen, dass man das vereinheitlicht, dass nicht jeder jetzt anfängt und hat eine andere Präsentation, aber die kommen alle aus der gleichen Firma, sondern ein bisschen ein gleiches CI erzeugt, also gleiches Aussehen, dann wirkt das Ganze etwas seriöser und besser präsentiert und auch optisch besser. Und dazu kann man in der Firma eine Vorlage erstellen und Apple hat das hier gemacht, dadurch, dass wir diese leere weiße Vorlage hinzugefügt haben, ist hier unter Folie hinzufügen und ihr kennt das aus Pages, das ist das gleiche wie Seite hinzufügen, stehen hier verschiedene Arten der Präsentationsfolien zur Verfügung und zwar nach Vorgabe für dieses Thema und wie gesagt, das könnt ihr ja selber gestalten, aber hier seht ihr zum Beispiel, Titel sollten bitte mit der Folie präsentiert werden oder Aufzählungspunkte bitte mit der Vorlage Punkte, Abschnitte so, Aufstellungen, große Fakten so oder wenn wir drei Fotos zeigen wollen, ich füge das mal hinzu, dann bitte so darstellen, ja ein großes und zwei kleine an der Seite und nicht, dass jetzt jeder hier kunterbunt was entwirft für die Firma. Aber wie ihr das macht, wie ihr eure Vorlagen gestaltet, könnt ihr selbst entscheiden, wenn ihr eine One-Man-Show seid, wenn ihr jetzt einfach was präsentieren wollt, dann reicht das auch so, das so zu machen. Also erstmal geht es darum, ja wirklich was zu präsentieren, einen kleinen Vortrag zu halten. Ne? Was wir gleich machen, ist, wir zweckentfremden alles und machen was anderes. Ich lösche jetzt mal und ihr seht hier oben in der Darstellung, wenn wir hier mal draufklicken, ähnlich wie bei Pages und das ist jetzt das Tolle. Alles, was ihr in Pages gelernt habt, wo ihr gedacht habt, Mensch, jetzt habe ich da 6 Stunden Kurs mit Peer durchgearbeitet, hoffentlich behalte ich alles, das habt ihr quasi behalten, weil es sich jetzt wiederholt. In Keynote ist alles gleich, ihr habt nichts umsonst gelernt. Schaut mal, den Navigator einblenden, blendet hier die Seiten ein, ja, haben wir hier quasi gemacht. Wenn wir sagen, nur die Folien darstellen, haben wir hier nur die Folien. Wenn wir auf Darstellung hier oben klicken und den Navigator wieder haben, dann sind hier schon wieder die Seiten. Und das ist wie in Pages, die können wir alle einzeln anwählen und wenn wir hier so eine angewählte haben, ich drücke die Entferne-Taste, zack, ist die weg. Das war die, die wir gerade hinzugefügt haben. Und hier sind schon ein paar Rahmen vorgegeben, ja, Titel der Präsentation und ihr seht, auch das hier ist altbekannt. Das ist ein Textrahmen, den wir hier bewegen können, der eine bestimmte Formatierung hat und wenn wir uns das hier anschauen, alles finden wir wieder. Wie in Pages sind hier die Stile, die Füllenflächen, der Rahmen, der Schatten, alles ist da. Unter Text können wir die Formatierung starten. Alles das, was ihr gesehen habt, ist vorhanden. Ihr müsst jetzt nichts neu lernen an dieser Stelle. Und das macht es schon mal extrem einfach, ja, weil wir jetzt einfach eine einheitliche Oberfläche haben und uns zurechtkennen. Ein paar Dinge seht ihr hier oben auch in der Leiste, aber auch zum Beispiel hier Stil einsetzen und Stil kopieren, die sind vielleicht bei euch nicht vorhanden, diese zwei Schaltflächen, genauso wie maskieren und transparent, aber das gleiche wie in Pages, rechte Maustaste, Symbolleiste anpassen hier oben, ermöglicht euch hier die Funktion da oben reinzufügen. Und hier sind sie, Stil einsetzen, Stil kopieren, habe ich da oben einfach reingeschoben, ja, und genauso gilt das für, wo ist das, maskieren und transparent zeichnen. Ja, sehe ich gar nicht. Ob es hier unten gerade drin steht oder ob es nicht automatisch da oben schon war, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ihr könnt euch die einzelnen Schaltflächen eben quasi genauso da oben reinstellen, wie wir das schon in Pages gemacht haben. Und hier oben seht ihr die auch, die sehen gleich aus. Die hier sind altbekannt. Eine Tabelle hinzufügen, ein Diagramm hinzufügen, einen Text hinzufügen, Formen hinzufügen und Medien hinzufügen. Selbst die Kommentare sind gleich. Selbst das Zusammenarbeiten ist gleich. Das Format, das Dokumentenformat einstellen. Einzig, was neu ist, ist dieser Punkt hier, animieren. Ja, da ist was Neues dazwischen gekommen, nämlich animieren. Okay, das halten wir schon mal fest. Und ja, wir gucken mal, dass wir das eben gleich berücksichtigen können. Aber erstmal räumen wir hier ein bisschen auf. Ist zwar schön, dass wir hier alles präsentiert bekommen haben, aber wir brauchen eine leere weiße Seite. Wir schauen mal unter Folien hinzufügen, ob es sowas gibt. Und in jedem der von Apple mitgelieferten Vorlagen gibt es mindestens unten eine leere Seite. Die fügen wir mal hinzu. Und ihr seht, die kommt hier als Seite 2. Und die erste löschen wir auch. Die wähle ich an und drücke die Entferne-Taste, damit die weg ist. Und damit wird die zweite Seite automatisch zur ersten Seite. Die rutscht hoch, habt ihr gerade gesehen. So, und jetzt haben wir eine leere Seite im 16:9 Format. Und ihr seht, ich habe hier oben die Seite auch angewählt. Das ist immer wichtig, dass die hier auch so lila unterlegt ist oder eben in irgendeiner Farbe. Das kann man einstellen im Betriebssystem, wie das unterlegt ist. Vielleicht habt ihr eine andere Farbe. Und jetzt klicken wir hier mal auf Dokument, denn da sehen wir ein paar Dinge, die uns auch bekannt vorkommen. Wir haben ja hier zum Beispiel bei Pages immer eingestellt, ob wir Textverarbeitung oder Seitenlayout haben wollen.
Das ist hier nicht der Fall. Das brauchen wir hier nicht einzustellen. Aber hier haben wir so ein paar Optionen. Zum Beispiel beim Öffnen automatisch starten, Präsentation als Endlosschleife ablaufen lassen, zum Beenden die Escape-Taste drücken. Das sind ja schon mal ganz interessante Optionen, die wir da haben. Stellt euch mal vor, ihr macht jetzt irgendwie eine Tombola, ja, oder ihr macht so einen kleinen Verkaufsstand demnächst wieder, wenn wir alle Corona-frei wieder unterwegs sind, zum nächsten Feuerwehrfest verkauft ihr Kuchen. Und im Hintergrund wollt ihr jetzt die Preistafel haben. Was kostet die Tasse Kaffee? Was kostet der Kuchen? Ja? Oder ihr seid in der Firma, wollt was präsentieren, ja, und habt da neue Grafiken von euren neuen Updates oder was auch immer. Egal was, ihr könnt auf einem Monitor quasi das ablaufen lassen, automatisch als Endlosschleife. Das heißt, wenn ihr diese Option hier einschaltet, läuft das, was ihr jetzt macht, was wir als Animation gestalten, ständig in einer Endlosschleife ab. Wunderbar, um etwas zu präsentieren. Wer es noch größer haben will, lässt das Ganze auf eine Leinwand projizieren. Ja? Und wir machen hier einmal im Jahr eine große Party. Da wird das ganze Haus quasi weiß eingehüllt mit so einer Zeltplane und zur Leinwand. Der Beamer beamt dann auf diese Leinwand Filme und vieles wird hier präsentiert und erstellt in dieser Keynote-Geschichte, dass solche Sachen da reinfliegen, Begrüßungstexte und was nicht alles, ne? Und das wird dann einfach über den Beamer rausgegeben und läuft hier als Endlosschleife ab. Also, das können wir schon mal machen. Und wenn man auf so einer Party ist und sagt, pass auf, ich brauche jetzt, da kommt gleich die Ansprache von dem und dem DJ oder was auch immer. Das war die Folie, die klick, 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 da draufklicken, wird es automatisch geöffnet und gestartet. Das kann ich hier einschalten, dann läuft die sofort ab. Das ist dann schon mal wirklich gut, wenn man schnell auf so einer Firmenpräsentation schnell was starten muss. Das kann man hier quasi einstellen. Das sind die Optionen, die wir hier haben. Ja? So, und hier kann man auch sagen, neu starten nach Interaktivität, also wenn gar nichts mehr passiert, dass er dann irgendwie neu startet. Das lassen wir jetzt erstmal weg. So, hier unten steht nochmal die Foliengröße, Standard und Breitbild. Ihr könnt also jetzt immer noch sagen, ach, pass auf, war falsch, ich mache 4:3. Dann klickt ihr hier drauf, jetzt habt ihr das Format geändert. Jetzt ist es eher so recht viereckig und jetzt eher wieder rechteckig im 16:9. Also die Foliengröße könnt ihr hier einstellen und eine eigene Foliengröße definieren. Da kann man draufklicken und die Punktzahl angeben, wenn ihr zum Beispiel größer als HD, zum Beispiel in 4K präsentieren wollt, dann könnt ihr hier die entsprechende Pixelzahl für 4K eingeben. Ja, ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf, irgendwas mit 3900 irgendwas mal 2000 irgendwas. Diese Pixelzahl, die könntet ihr hier eingeben und damit auch eigene Folien eigener Größe generieren. So, und wenn ihr sagt, pass mal auf, da sind jetzt aber Firmendaten drin, die gehen nicht jedem was an, drückt ihr hier zum Öffnen Passwort anfordern, definiert das Passwort und dann ist diese Präsentation sogar passwortgeschützt, damit das nicht jeder ändert. Hier oben seht ihr noch etwas Audio, da kommen wir aber später zu. Das ist nochmal ein ganz interessantes Feature und das können wir nachher zweckentfremden, wenn wir zum Beispiel für unsere E-Books, ja, die Bücher, die wir in Pages gemacht haben, noch was machen wollen. Ja, das können wir nämlich da einbasteln. Also ihr merkt schon aus der Kombination, dass wir jetzt eben hier so ein Animationswerkzeug bekommen und Pages, mit denen wir Filme einbinden können, ergibt sich aus beidem plötzlich etwas ganz, ganz Tolles. Ja? Stellt euch mal vor, eine aufregende Diashow wird präsentiert. Denkt dran, wie langweilig die Diashow früher war. Aber jetzt macht ihr eine kleine Diashow etwas schöner animiert und besprecht die noch. Ja? Und diesen Film, den exportiert ihr und fügt den später in E-Books ein. Das sind so die Aussichten, die man am Ende dieses Kurses dann auch kann, wenn der dann heute endet im ersten Teil. So, ich muss gleich mal gucken, wir haben ja noch diesen interaktiven Teil, dass ich euch Dinge beibringe, die dafür notwendig sind. Aber schaut mal, wir haben jetzt diese leere Grafik, wir sind mit dem Format jetzt okay, wir haben hier eigentlich nichts mehr geändert, das ist alles in Ordnung. Jetzt können wir also Objekte hinzufügen. Ja? Zum Beispiel können wir hier oben auf die Formen klicken und guckt mal, ihr kennt es schon, hier sind die Formen, die wir kennen. Und das sind alles Formen, die wir ja bereits aus Pages kennen. Aber Achtung, falls ihr eigene Formen kreiert habt in Pages, sind die jetzt hier nicht unter den eigenen Formen Keynote. Da findet kein Datenaustausch statt, aber ihr könnt sie ganz schnell aus Pages rüber kopieren und quasi hinzufügen. Das nur so am Rande bemerkt. Aber sonst sind alle Formen da, zum Beispiel hier ein ganz normales Viereck, was wir hier auch einfach aufziehen können zu einem Rechteck und dessen Farbe wir ändern können, indem wir hier oben jetzt auf das Format klicken und genau wie in Pages jedes angewählte Objekt, auf das bezieht sich die Änderung, die wir hier machen. Also ihr seht, wenn ich Format anklicke, dann merkt Keynote automatisch, ja gut, da ist eine Form angewählt. Mit der Form kann man den Stil und das Layout verändern. Und das kannst du jetzt hier machen. Ja? So, und dann kann man hier draufklicken, den Stil zum Beispiel kann ich sagen, das soll so eine blaue Folie werden, die ich hier draufsetze. Und da ist sie dann schon. Ja? So,
Prima. Und ihr seht, alles, was ihr gelernt habt, die Rahmentypen, ja, dass wir hier zum Beispiel auf Rahmen klicken und sagen, hier, wir hätten gern so eine gepunktete Linie, zack, das können wir machen. Wir können eine Reflexion hier draufsetzen, wir können die Reflexion wegnehmen, wir können den Kontaktschatten hier erzeugen, wir können den Verlauf da, also wie weit der da drauf sein soll, die Deckkraft, alles einzeichnen. Ihr seht hier unten diesen Schatten und schon haben wir so ein Objekt hier quasi reingebastelt, was eine Grafik darstellen könnte. Ja? Also ihr merkt, das ist genau wie in Pages. Ja? Wo ist jetzt der Unterschied? Ja? Also zunächst einmal, kaum einer. Ihr gestaltet, und das ist eigentlich die Herangehensweise bei so einer Präsentation, ihr gestaltet jetzt erst einmal alles die Elemente, die ihr zeigen wollt. Ja? Also zum Beispiel, ich gehe jetzt mal hin, ich füge hier noch eine leere Seite ein, gehe hier oben auf Plus, leere Seite, mache ein Textfeld und schreibe hier mal hin, Keynote, ja, das ist die Überschrift. Ihr seht, die Standardschrift ist auch hier so eine kleine Schrift, die können wir ändern. Da gehen wir hier wieder hin und machen so eine 240-Punkt-Schrift. Ja, und das Ganze werden wir hier mal in dunkelblau darstellen. Und hier nehmen wir mal eine fette Schrift. Gucken wir mal, das ist so eine Impact, die ist hier so ein bisschen dicker. Und ja, das können wir sogar noch größer machen. Da können wir hier noch die Punktzahl auf 340 vergrößern. So, das schieben wir hier oben hin. Jetzt brauchen wir noch ein Textfeld und jetzt schreibe ich hierhin der Einsteigerkurs. Ja, so, das ist jetzt das nächste. Formatiere auch das. Ja, das möchte ich jetzt zum Beispiel auch in wieder einer größeren Schrift. Ich sag mal 200 Punkt. Ja, und ich lasse es vielleicht tatsächlich in der Größe, aber na, das ist zu groß. 160, also man tastet sich so ein bisschen ran. Ja, und das machen wir jetzt hier so in dunkelrot und schieben das da drauf. Und das ist so im Grunde genommen, wie ich mir jetzt die Seite aufbaue. So, und hier gilt das Gleiche, wie wir das schon in Pages hatten. Also ihr seht, wenn wir hier draufklicken, haben wir auch hier die Absatzstile und auch die können wir uns definieren. Die heißen hier teilweise ein bisschen anders, Agenda zum Beispiel oder Fakt, aber die könnt ihr euch ja mit Plus genauso hinzuzaubern, wie wir das in Pages auch schon gemacht haben. Und das ist wichtig, dass ihr euch vielleicht bei einer Präsentation überlegt, dass ihr einen einheitlichen Look habt. Ja, wenn solche Überschriften kommen, dass die dann immer in der gleichen Größe sind, zum Beispiel in der gleichen Farbe. Also je ruhiger ihr hier so ein Layout aufbaut, in den nächsten Folien auch, je ruhiger wirkt das auch auf den Betrachter. Nichts ist schlimmer, als wenn ständig die Zeichensätze sich verändern, die Farben verändern. Dann wird es kunterbunt, unübersichtlich und Ruhe kriegt man rein, indem man so einen eigenen Farbstil reinbaut. Ja, so eine eigene Gestaltung quasi kreiert und auch festlegt. Und dazu sollte man sich so ein bisschen disziplinieren, das zu machen. Und ihr könnt ja jederzeit zum Beispiel hier diese Folie anklicken. Jetzt kommt der Trick, rechte Maustaste, könnt ihr duplizieren sagen oder noch kürzer hier draufklicken, Command D. Dupliziert die Seite und guckt mal, ihr könnt es so lassen und hier reinschreiben Teil 1. Und jetzt haben wir im Grunde genommen hier, ja, wunderbar, das gleichgelassen. Ihr merkt schon, beim Umschalten auf die Folien bleibt alles auf einer Höhe. Die Schrift bleibt gleich, die Farbe bleibt gleich. Also man merkt schon alleine, wenn man das hier rumklickt, das gibt nicht so viel Unruhe in dem Ganzen. Und so muss man das Ganze jetzt sich ein bisschen aufbauen. Ja? So, und dann baut man eben erstmal die Präsentation auf. Zum Beispiel hier oben, diese erste Folie, die brauchen wir schon nicht mehr. Die lösche ich mal, entferne. Und das ist das Schwierigste, dass man sich erstmal überlegt, was will ich denn eigentlich sagen? Und was will ich dazu zeigen? Ja, also ihr müsst euch das Thema überlegen, in Stichworte aufteilen und dann eben nicht hingehen, dass ihr jetzt aus Keynote das Manuskript für eure Präsentation schreibt, nach dem Motto, dann kann ich das schön ablesen. Das ist nicht Sinn der Sache. Mein Tipp ist, das, was ihr sagt, sollte nicht in Wörtern da vorkommen. Das ist schwierig, ja, aber vielleicht nur so Kennzahlen. Macht Apple auch, wenn Apple zum Beispiel sagt, der M1-Chip wird in 5 Nanometer produziert, fliegt da hinten 5 Nanometer rein. Das ist nochmal so eine Größe, die kann man sich nochmal merken, ja. Also sowas kann man vielleicht machen, aber ansonsten guckt, dass eben nicht der Text auf der Folie steht, den ihr eigentlich redet, weil dann braucht ihr keine Präsentation machen, dann könnt ihr das Ganze einfach dem Betrachter ausdrucken, geben und sagen, liest ihr es durch, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Vielmehr guckt mal, ob ihr hier mit Grafiken arbeiten könnt, die auch so ein bisschen auflockern. Na, zum Beispiel hier würde ja wunderbar das Symbol hier reinpassen von Keynote. Schaut mal, hier unten im Dock haben wir es ja und der alte Trick klappt immer, rechte Maustaste, ob
Optionen und dann im Finder Anzeigen anklicken, ja, das mache ich immer sehr gerne, dann wird das Programm hier im Finder in dem Programmordner angezeigt, da ist es, dann drücke ich Command I für Informationen, da kriege ich nämlich gesagt, wie groß die Datei ist und so weiter und so fort, aber das ist mir gar nicht das Wichtige, sondern hier oben ist das Programmsymbol, ja, das hier, das wähle ich an, ja, und was keiner weiß, da kann ich Command C drauf drücken und dann kann ich das hier alles wieder zumachen an Fenstern und jetzt bin ich hier wieder in Keynote, ja, und drücke Command V und füge es ein und schaut mal, da habe ich das Icon von dem Programm. Ja. Besser geht's nicht. Zack, freigestellt. Ja, das sind wunderbar freigestellte Piktogramme. Die füge ich hier ein. So, und das Gleiche, wie wir das schon kennen, dass wir hier eben draufklicken und uns hier eine Füllfarbe angeben. Denkt immer dran, es gibt einen Unterschied zwischen dem Objekt, was ihr anklickt, dann habt ihr hier andere Optionen, als wenn ihr die Seite anwählt. Jetzt ist die Seite angewählt. Jetzt steht unter Format, wie die Seite aussehen soll. Das Format der Seite. Und hier können wir einen Hintergrund definieren. Zum Beispiel könnten wir hier so ein Orange reinsetzen. Ja, das ist jetzt ein bisschen heftig. Ja, also da müssen wir mal gucken. Wenn die Farben, die ihr haben wollt, hier nicht so sind, dann einfach aufs Farbrad klicken und hier nochmal selber ein bisschen rumspielen, bis ihr einen Farbton habt, wo ihr sagt, der stimmt. Und da gebe ich euch auch noch einen Tipp. Ja, schaut nochmal, ich klicke jetzt hier mal auf dieses, ihr seht ihr mal, man kann hier auf diese Schaltfläche entweder an dem Pfeil klicken, dann kriegt man diese Auswahlbox oder auf das Farbrad hier klicken. Dann kommt die systemweite Farbauswahl von Apple. Und die ist im System quasi vorgegeben. Und ihr seht, ich habe mir jetzt hier so einen Türkiston ausgesucht, der hier als Farbwert dargestellt ist. Da ist er. Aber wie kriege ich den jetzt wieder, wenn ich den zum Beispiel auf die nächste Folie nehmen möchte? Wie kann ich den abspeichern? Und das geht. Ihr seht hier unten diese Farben, die hier alle vorgegeben sind. Und hier ist die Farbe, die wir eigentlich gerade ausgewählt haben. Also in diesem Kasten ist sie. Und die kann ich von hier einfach da reinschieben. Dann ist sie hier gespeichert in dieser Vorgabe. Seht ihr, da hat er sie da hinzugefügt als Kästchen. Damit ist sie systemweit jetzt gespeichert. Das heißt also, wenn ich das hier schließe und gehe auf die Seite, dann kann ich im Nachhinein sagen, hier Füllfarbe, ich bin ja auf Format auf der gleichen Ebene, Füllfarbe und klickt da unten die gespeicherte Farbe an, zack, ohne das aufwendig mir zusammenzusuchen, die Farbwerte zu bestimmen oder zu sagen, ja, so ungefähr war es auf Seite 1. Nein, genauso wie auf Seite 1 ist auf Seite 2, könnt ihr das quasi hier mit diesen abgespeicherten Farben machen, die übrigens dann auch in Pages so zur Verfügung stehen. Ne? Also im Grunde genommen machen wir hier nichts anderes, als ja, die Inhalte unserer Präsentation aufzubauen. Und das ist erstmal die Herangehensweise, alle Folien zusammenzubasteln und unabhängig, wie sie animiert werden sollen, sich erstmal Gedanken machen, was will ich denn eigentlich dem Betrachter zeigen. Wir werden das jetzt nicht in aller Ausführlichkeit hier machen können, weil dann müsste ich mir jetzt wirklich überlegen, wie wir den nächsten Teil machen. Ich finde den schon etwas unglücklich gewählt. Ja, also meine Philosophie macht es mal schön interessant, ist nicht so toll. Ja, ja, okay, aber es geht so um das Prinzip, dass man das so ein bisschen versteht. Ich kann jetzt leider beim Live-Tutorial-Programm erklären, mir nicht noch Gedanken machen, wie wir jetzt noch als Beispiel eine gute Präsentation hinbekommen. Ne? Aber wir könnten natürlich hier reinschreiben, das ist der Redner und dann ist es der Per Pumpen. Na, das von mir aus machen wir das jetzt mal so. Ne? Dann haben wir trotzdem noch, seht ihr, den gleichen Aufbau. Ja, und hier könnte jetzt ein Foto von mir noch dazu kommen. Dann haben wir fast den gleichen Aufbau. Gut. Das muss man jetzt erstmal machen. Das ist viel Arbeit. Da sitzen manche auch sehr lange dran. Das ist mit die meiste Arbeit, die man damit verbringt. Und dann gibt es denjenigen, der das animiert. Und tatsächlich, in manchen Firmen sind das unterschiedliche Abteilungen. Die einen schreiben nur, was in die Präsentation kommen soll, auf dem Blatt. Die anderen übertragen das Blatt in eine Präsentation, legen dabei die Schriften fest und die Farben nach Firmenkriterien. Und dann gibt es die nächste Abteilung, die sorgt dafür, dass es animiert wird. Da gibt es auch Schlusskorrekturen, nochmal Leute, die das verändern. Also da wird auch nochmal noch eine Dramaturgie reingebracht, eine Reihenfolge verändert. Und dann geht es ans Üben. Dann kommt derjenige, kriegt seine fertige Folie dahingestellt bei Apple, ja, und muss die Präsentation abhalten über die Neuerungen in iOS 14. Und dann steht er da vor der großen Mannschaft mit der Leinwand im Hintergrund und muss den Text irgendwo auswendig kennen. Und ich finde es nicht schlimmer, als Leute, die den Text nicht können und den ablesen, ja, weil sie sich zu unsicher sind oder die Sachen, die da drin stehen, vielleicht auch gar nicht verstehen. Der Eindruck kommt sofort, dass wenn einer präsentiert und das abliest, was da steht, dass er keine Ahnung hat von dem, was er da präsentiert. Davor will ich euch schützen. Deswegen macht es ehrlich, so wie ihr es machen wollt.
So, also das ist der eine Schritt jetzt, den wir haben. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Denn wenn wir das mal irgendwann fertig haben, dann geht es ans Animieren. Ja, und das ist jetzt das, was wir uns ein bisschen angucken. Und da hauen wir jetzt ein bisschen über die Stränge, ja, weil das wollen wir ein bisschen missbrauchen, weil wir ja jetzt ein paar andere Sachen mal animieren wollen. Wir wollen das Programm als kleines Animationsstudio benutzen, um vielleicht eine kleine oder andere E-Mail zu machen, ne? Leute, ich mache eine kurze Pause, weil ich Angst habe, dass es gleich wieder knackst. Ja? Augenblick, bin gleich wieder da. So, also geht's ans Animieren. Und das hatten wir schon gesagt, wir können einmal das Dokument anklicken und wir können die Objekte auf dem Dokument anklicken. Und genau so unterscheidet Keynote die Animationen. Ja? Wir können nämlich einmal die Seiten animieren. Also wie soll von der ersten Folie zur zweiten eine Animation stattfinden? Das können wir definieren. Ihr seht, wenn ich diese Seite anwähle hier oben, dann ist der Menüpunkt Animieren aktiv, da klicke ich mal drauf und dann kann ich einen Effekt hinzufügen. Hier kann ich zum Beispiel mal draufklicken und mal gucken und dann seht ihr, okay, hier sind so verschiedene Effekte. Zum Beispiel gehen wir mal hier unten hin, hier ist einer drehen. Ihr seht immer, hier ist die Vorschau, wenn wir mit der Maus also in der rechten Spalte sind, steht hier Vorschau. Wenn wir mit der Maus links klicken, wird der Effekt übernommen. Also wenn wir uns erst anschauen wollen, bevor wir ihn übernehmen, sollten wir rechts auf Vorschau klicken. Das mache ich mal und jetzt seht ihr, wie das aussieht und guckt mal, jetzt sind wir hier fast schon und da ist der Wolfgang, glaube ich, der wollte ja sowas wie ein Kalenderblatt machen. Ja, wir gucken mal, Seite umblättern steht hier zum Beispiel. Schauen uns mal an, schaut mal, da wird eine richtige Seite umgeblättert. Ja, es sieht wirklich so aus, als wird die umgeblättert. Das ist also jetzt der Effekt, wie wir von der Keynote-Folie 1 auf Folie 2 kommen. Ja? Wenn wir sagen, okay, das wollen wir haben, dann kann ich hier links in den Bereich klicken und den Effekt übernehmen. Und sofort kriege ich hier Optionen für diesen Animationseffekt angezeigt. Zum Beispiel kann ich hier festlegen, wie die Richtung sein soll. Ich kann zum Beispiel hier auswählen, von oben nach unten blättern. Aha, okay, kenne ich gar nicht. Wenn wir das angewählt haben und mal gucken wollen, wie es aussieht, drücken wir auf Vorschau und sofort wird quasi, und jetzt ist es wie so ein Kalenderblatt, vielleicht, wenn wir es von unten nach oben machen, guck mal hier, so ein Kalenderblatt umgeklappt. Ja, zack. Und schaut mal, hier ist Keynote Einsteigerkurs. Und wenn wir so draufklicken, dann kommt die Folie 2. Habt ihr gesehen, da steht Redner. Ja, ist ja so richtig toll animiert. Da steht quasi schon die zweite Seite. Das sieht richtig gut aus. Wir können auch sagen, wie lang das dauern soll. Im Moment dauert das so eine Sekunde lang. Das ist okay. Das ist die Standardvorgabe. Das können wir ändern. Wir können auch diesen Blättereffekt hier mal auf 4 Sekunden setzen, was garantiert zu lang ist. Aber schaut mal, Apple kann das umrechnen und alle Animationssequenzen dazwischen werden jetzt so gestreckt und so berechnet. Also werden nicht nur gestreckt, es werden einfach mehr Einzelbilder auch berechnet, dass die Animation auf 4 Sekunden lang abläuft und richtig, richtig gut aussieht. Also es ist unglaublich, wie detailverliebt hier Apple arbeitet. Schon mal, die Rückseite ist richtig durchsichtig, ja, spiegelt auch. Also das sieht richtig gut aus. Das kann man nicht anders sagen, ja. So. Also, das stellen wir mal ein auf vielleicht 1,5 Sekunden. Das können wir hier auch genau einstellen oder hier auch eingeben. Und jetzt gucken wir auf die Vorschau. Und das geht relativ zügig, aber nicht so schnell, dass man den Effekt nicht wahrnimmt. Ja, prima, haben wir so ein umgeblättertes Kalenderblatt. Und jetzt ist natürlich wirklich toll, dass wir das so animiert bekommen. Jetzt steht hier noch was: Übergang durch Klicken starten oder automatisch. Ja? So, und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil man sich jetzt quasi die Regieanweisung für seinen Film gibt. Denn ich kann zum einen sagen, pass mal auf, ich will eine Einleitung machen. Ja? Ich will also jetzt präsentieren und sagen, hallo, herzlich willkommen zum Keynote-Einsteigerkurs. Heute am Pult der Redner Per Puppen. Und wenn ich das sage, heute der Redner Per Puppen, dann soll die Animation erst umschalten. Deswegen möchte ich das auslösen und zwar per Klick. Und ich sagte ja, entweder eine Fernbedienung in der Hand oder die Tastatur drücken oder ich zeige euch noch, wie man das iPhone als Fernbedienung benutzt. Habt das iPhone in der Hand und drückt so hinterm Rücken so drauf und dann kommt das. Und ihr müsst natürlich dazu wissen, was steht auf diesen Folien denn drauf? Was kommt als nächstes denn? Ja? Und deswegen bietet Keynote die Möglichkeit, und das wird gleich eine Darstellungsherausforderung werden hier für den Livestream,
Keynote bietet euch an einem zweiten Monitor schon mal die Vorschau zu sehen. Und schaut mal hin, wenn ihr die Apple Keynote-Präsentation euch anschaut, wie oft der Redner, die alle professionell sind, inklusive Tim Cook, die gucken auf den Boden, meistens auf Bildschirme. Die gucken nicht auf den Boden, die können sich frei bewegen, die können auch nach rechts und nach links gucken, denn überall in der Halle hängen diese die Monitore mit den Kontrollbildschirmen, mit der Vorschau. Und egal, wo sie hingucken, sie sehen quasi, was als nächstes käme. Und genau das können wir hier in Keynote auch einstellen. Wir können quasi auf einem separaten Monitor sehen, was kommt denn da als nächstes. Ja? Und so kann ich dann wunderbar moderieren und weiß einfach bei 40, 50 Folien, das kann man ja nicht auswendig im Kopf haben, weiß ich dann nachher, aha, an der und der Stelle kommt jetzt die nächste Folie, ah, da steht das drauf, und dann kann ich das schon moderieren. Reicht so ein kleiner Blick da drauf. Und die Moderationsfolie zeige ich euch gleich auch beim Präsentieren. Aber so weit sind wir noch nicht. Erstmal machen wir hier noch so ein bisschen mit den Animationen. Aber ich muss mir schon im Klaren sein, ob ich das selber machen möchte oder automatisch, und dann kann ich sagen, wie die Verzögerung sein kann. Also wenn ich mir sicher bin, dass ich hier was präsentiere und sage, hallo und herzlich willkommen zu dieser Keynote-Präsentation, heute redet Per Pumm, dann weiß ich ja, der erste Teil ist vielleicht so, ja, den habe ich in 1,5 Sekunden erzählt und dann soll automatisch die Folie kommen. Das ist aber ein riskantes Unterfangen. Ja? Wenn mir da irgendwas schief geht in der Präsentation, dann kommt hinten schon die Animation und ich bin noch gar nicht so weit. Also deswegen, die meisten werden hier auf Klicken stellen und das mache ich hier auch. Ja, klicken. Pass mal auf, jetzt präsentiere ich das mal und ich muss jetzt mal gucken, wie wir das hinkriegen. Wahrscheinlich, weil das Problem wird jetzt gleich für mich sein, wenn ich präsentiere, und dazu drücke ich hier oben auf Start und dann wird die Folie immer ab der Position präsentiert, wo ich das hier angewählt habe. Also hier habe ich Seite 1 abgewählt, logischerweise wird ab jetzt hier auch gestartet mit der Präsentation, wenn ich auf Start klicke. Das Problem ist nur, mein Monitor schaltet jetzt hier gleich komplett um. Ich sehe weder noch den Stream noch irgendwas. Ich mache einen Blindflug quasi. Ich sehe die große Präsentation und meinen Kontrollbildschirm. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Aber ich versuche jetzt mal die Präsentation so zu machen, wie sie denn wäre. Ich teste das quasi. Ja? Mal gucken, ob es schief geht oder klappt. Wir gucken mal. So, hallo und herzlich willkommen zum Keynote-Einsteigerkurs. Heute präsentiert euch der Redner Per Pumm die Einsteigerkurs-Geschichten. Ja, sehr schön, falsch gesprochen. Aber ich hoffe, man hat es gesehen. Ja, so geht das. Und während ich gesprochen habe, habe ich die Taste gedrückt, sodass im richtigen Moment dieser Übergang stattfindet. Ja? Ob das jetzt schön war oder nicht, von der Präsentationsart her, da können wir uns ja drüber streichen, geht ja jetzt erstmal darum, wie konstruieren wir ganz schnell was. Ja, die Optik, das machen wir alles später dann nachher. Ne? Also ihr wisst jetzt ungefähr, aber wie man präsentiert. Schaut mal, hier ist unter dieser Symbolgeschichte so ein kleines blaues Dreieck gekommen. Das bedeutet, dass auf dieser Seite ein Animationseffekt definiert worden ist. Ja, also hier kann man tatsächlich umblättern. Und das ist der Effekt, also hier steht nicht, welcher Effekt, es ist nur, dass von dieser Seite aus ein Animationseffekt gestartet wird, ja? Okay, so, also das ist schon mal ein Zeichen und jetzt können wir das Ganze noch anders gestalten, denn guckt mal hier, wenn wir auf Folie 2 sind, dann steht da sofort die Folie. Aber wir können auch hier etwas effektvoller arbeiten, wir können nämlich die einzelnen Objekte auf der Folie noch animieren. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn wir jetzt hier draufklicken, habe ich das Objekt Redner angewählt, das Textobjekt. Ich hoffe, man sieht das jetzt so einigermaßen. Und ihr seht, auch Animieren existiert hier, aber Animieren ist hier etwas unterteilt. Hier gibt es einen Aufbau, eine Aktion und einen Abbau. Hier gibt es also nochmal drei Registerreiter und hier gibt es auch nochmal Effekte. Und diese Effekte, die ich jetzt hier definiere, die definiere ich für das angewählte Objekt. Und das ist in dem Fall der Text Redner. Dem gebe ich jetzt eine Animation. Das heißt also, nachher läuft die Präsentation so ab, dass das Kalenderblatt umblättert und dann kommen auf dem Blatt auch noch Effekte. Und die unterscheiden sich jetzt zwischen, wie baut sich das Blatt auf? Also, wie erscheinen die Objekte? Das ist der Aufbau. Was passiert, wenn die Objekte am Bildschirm stehen? Das ist die Aktion. Ja? Und wie verschwinden sie wieder, wenn die nächste Folie kommt? Vorher verschwinden die Objekte wieder von der Folie. Das ist der Abbau. Also es gibt drei Animationsschritte, die hier eingehalten werden. Der Aufbau, die Aktion, was passiert, während ich das sehe, und der Abbau. Und alle drei wollen wir jetzt mal definieren. Ja, zunächst einmal der Aufbau. Effekt hinzufügen. Und wir gucken mal, hier gibt es zum Beispiel herunterfallen. Bums, ja, das ist der Redner. Prima. Hineinbewegen, das nehmen wir mal lieber. Ja, hineinbewegen nehmen wir. Also rechts immer Vorschau, links hineinbewegen.
Auch hier kommt jetzt der Effekt, ihr seht den schon, und wir gucken mal uns die Optionen an, wenn wir hier auf Vorschau klicken, dann seht ihr, wie dieser Text hier reinkommt. Auch hier können wir die Dauer wieder festlegen, also auch hier könnten wir auf 2 Sekunden das Ganze machen. Und ihr seht, dann wird das nicht einfach ruckeliger reingeführt, sondern das ist das Tolle an Keynote, es werden mehr Bilder berechnet pro Sekunde, das wird flüssiger und sieht noch besser aus. Und wir können sagen, von welcher Richtung aus, und da gibt es jede Menge, von oben nach unten, von links oben nach rechts unten, von oben nach unten, schauen wir uns mal an, Vorschau, wow, ja, jetzt ist ein bisschen langsam, ja, machen wir mal so 1 Sekunde, prima, da steht Redner, ja. Schaut mal, jetzt steht hier Abpraller, ja, und guckt mal, was der Effekt macht. Wenn der so nach unten kommt, prallt der einmal kurz ab. Seht ihr das? Der fällt so runter und macht einmal Bups, so wupp, wie so ein Ball, der doch mal so kurz hochspringt, ja. Das ist der Abpralleffekt, der ist immer standardmäßig eingeschaltet. Schaut nochmal, zack, ja, macht den Abpraller. Das schalte ich jetzt mal ab und jetzt kommt der Schriftsatz nach unten und bremst im unteren Bereich ab. Ja, also das kann man hier mit einstellen, dass der Abpralleffekt da weg ist. Ich gucke nochmal ganz schnell. So, okay, prima. Textanimation. Hier steht jetzt objektweise. Keynote hat erkannt, dass das ein Textobjekt ist und weiß, ich kann das ganze Textobjekt runter bewegen oder ich kann das wortweise machen, was in dem Fall keinen Sinn macht, weil hier nur ein Wort drin steht, oder zeichenweise. Klicken wir da mal drauf und drücken mal auf Vorschau. Schaut mal jetzt. Jetzt läuft jeder einzelne Buchstaben plötzlich runter in dem Textfeld. Wie genial ist das denn? Und hier können wir sogar sagen, soll das vorwärts, gerade lief es rückwärts. Das R kam zuerst. Schaut nochmal. Zuerst kommt das R. Und dann kommt vorne das R, super. Also ich meinte hinten das R, habe ein tolles Wort ausgesucht. Ja, also, das, aber der hintere Teil kam zuerst. Ja, wir können das Ganze aber auch aus der Mitte machen. Schaut mal jetzt. Jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. Das sieht ja auch verrückt aus. Ja, oder was haben wir hier noch? Von den Kanten. Ja, jetzt kommt es von außen von den Kanten in die Mitte gelaufen. Ja, oder zufällig. Da wisst ihr gar nicht, wie es passiert. Jede Präsentation wird anders. Ja, per Zufall werden die hier so quasi reingenommen. Ja, aber ich denke, wir machen das Ganze mal ohne diesen Effekt. Ja, wir sagen einfach objektweise, wollen das ganze Ding so runterfahren lassen. Prima. Sehr schön. Wir haben das erste Objekt auf dieser Folie animiert. Klasse. Jetzt müsst ihr euch nur vorstellen, wenn wir das jetzt mal ablaufen lassen, schaut mal, ich drücke jetzt auf Start und wir sind ja auf der Folie hier, auf der zweiten Folie, das heißt also die Präsentation startet jetzt von dieser zweiten Folie aus, dann schaut mal, was passiert. Wir klicken hier drauf und auf der Folie steht per Pubben und wenn ich jetzt nochmal die Taste klicke, dann kommt Redner reingeflogen. Ja? Das ist blöd, ja? Von der Erzählweise her schlecht, das liegt aber daran, dass die Dinge, die wir noch nicht animiert haben, die bleiben einfach so stehen. Das heißt, also wenn wir es anders haben wollen, müssten wir also auch per Puppen animieren. Das heißt, wir klicken diesen Textrahmen an und gucken mal beim Aufbau, welche Aktionen gibt es denn hier noch. Ja? Und jetzt schauen wir mal, hier gibt es zum Beispiel herunterfallen. Zack, das nehmen wir mal, da kommt das. Oder was noch toller aussieht, Amboss, schaut mal, Bums. Und dann kommt so ein richtiger Raucheffekt rein. Und ich mache mal etwas anderes. Wir nehmen den Effekt mal und jetzt klicke ich hier nochmal oben auf das Dokument und ändere hier unter Format an der Stelle die Farbe. Ich will die Folie in einer anderen Farbe haben, ja? Und dann gucken wir mal, wir nehmen hier mal, oh, Hilfe, das ist natürlich eine schlechte Farbe. Rot ist auch saublöd. Ja, und dann geht es schon los, wenn man so merkt, man hat jetzt doofe Farben gewählt. Wir machen es trotzdem. Ich nehme jetzt die, ändere die Farbe noch ab. Ja, nehme hier wieder ein Weiß. Und damit das jetzt hier auch nicht so schlimm wird, nehme ich hier ein Gelb. So, mal ganz schnell die Folie geändert, in den Farben, in der Formatierung. Aber was sich nicht geändert hat, ist die Animation. Wenn wir hier nochmal auf Start klicken und gucken uns das nochmal an, dann kommt hier der Redner und nach einem weiteren Klick, bums, dieser Amboss-Effekt mit Perpuppen. Ihr merkt, die Reihenfolge, wie das animiert wird, hat sich Keynote gemerkt. Mit dem Objekt, mit dem wir zuerst begonnen haben, das ist in der Ablaufreihenfolge auch das erste, was animiert wird. Danach haben wir per Puppen angewählt und dafür die Animation definiert. Dann ist das logischerweise auch das nächste. Und diese Reihenfolge, wie was animiert wird, das kann schon mal sein, dass man sich da verklickt und das falsch macht. Das kann man ändern. Wenn wir hier auf Redner klicken und in das Feld Animieren klicken, also wir haben das Objekt angewählt und klicken hier auf Animieren, dann seht ihr hier unten unscheinbar, ups, eine Schaltfläche Abfolge. Die steht hier unten am Bildschirm. Seht ihr das? Da klicke ich mal drauf. Dann geht nämlich ein Fenster auf, das ist hier am Bildschirm. Und dort steht quasi wie in einem Filmmanuskript,
wie der Ablauf hier stattfindet. Also, hier kommt erstmal das Wort Redner hineinbewegt und als nächstes kommt per Pummen mit dem Amboss-Effekt. Also ihr seht immer, was kommt und in welcher Reihenfolge, 1, 2, 3. Und ihr könnt diese Reihenfolge verändern, indem ihr diese Objekte hier einfach hin und her schiebt. Hier zum Beispiel drüber schiebt, jetzt käme zuerst, ich muss das nochmal ein bisschen anders schieben, ich komme gleich drauf, warum das anders dargestellt wurde. Hier kommt jetzt zuerst per Pummen reingeflogen und dann der Redner. Ja, ich mache das mal in der Vorschau, wir gucken uns das mal an. Also erst per Pummen. Und dann wäre der Redner gekommen. Ja? Also ihr habt noch Einfluss auf die Reihenfolge. Falls ihr euch da vertan habt, könnt ihr diese Objekte hier hin und her schieben. Und ihr merkt schon, beim Schieben passieren hier Dinge in der Darstellung. Schaut mal, das versuche ich hier gerade so ein bisschen hinzubekommen. Ich schiebe den hier oben hin, das klappt nicht so ganz, jetzt nach unten. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich versuche das hier mal ein bisschen zu größern. Aber seht ihr, hier ist ein Zwischenraum zwischen den Objekten. Ja? Also, das heißt auch, die kommen nacheinander. Erst kommt Redner und dann kommt per Pummen runtergeflogen. Wir können aber auch sagen, das soll gleichzeitig stattfinden. Schaut mal, ich schiebe die jetzt hier so ineinander. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es mir gelingt. Seht ihr diesen roten Anfasser, den ich da habe? Den schiebe ich hier quasi in diesen Bereich rein. Ihr seht, jetzt ist die Darstellung anders. Jetzt habe ich hier keine Lücke mehr. Es ist quasi ein Objekt. Und das bedeutet, wenn der Redner 1 geflogen ist, ich klicke hier drauf, dann kommt die Animation 2 nach dem Animationseffekt 1. Ihr seht hier die Zahlen. 1, 2, ja, das bedeutet also, wenn ich hier dieses angewählt habe, dann steht hier, starte das nach Animation 1. Und wir gucken mal, was hier noch für Optionen sind. Hier steht auch, starte das mit Animation 1. Aha, interessant. Schauen wir uns mal an. Jetzt habe ich also mit Animation 1 angeklickt. Also, das heißt also, der Redner kommt rein. Das mache ich mal. Und gleichzeitig habt ihr gesehen, kommt auch der Amboss-Effekt. Der kommt mit der Animation 1 reingeflogen. Sieht man hier nochmal ganz deutlich. Der Redner animiert und ich fliege rein. Das Problem, warum das so komisch aussieht, ist, dass er unterschiedliche Zeiten verwenden. Wir gucken nochmal. Ich klicke mal hier, per Pummen habe ich angewählt. Ihr seht, die Dauer ist 1,5 Sekunden. Den Redner haben wir auch auf 1,5 Sekunden. Moment, habe ich ihn angeklickt? Nee. Hier, der Redner ist bei einer Sekunde, ja, den kann ich jetzt mal zeitgleich auch auf 1,5 stellen. Jetzt gucken wir uns das hier nochmal an in der Vorschau und dann merkt man ja, die Effekte sind ein bisschen komisch. Das liegt aber daran, dass das Textfeld Redner von oben vom Bildschirm runterkommen muss und in 1,5 Sekunden einfach langsamer läuft als dieser Amboss-Effekt, ja. Da muss man jetzt ein bisschen rumspielen, wenn man das hinbekommen möchte, dass das so einigermaßen gleich aussieht. Ich könnte zum Beispiel auch sagen, die Dauer für das Rednerobjekt hier oben ist einfach ein bisschen schneller. Jetzt kommt schon fast zeitgleich rein. Ja? Seht ihr das? Also das kann man machen. Man kann aber auch hier sagen, per Pummen soll mit einer kleinen Verzögerung kommen. Von 0,1 Sekunden, 2 Sekunden, 0,3, 0,5, 0,6. Das könnt ihr hier einstellen. Jetzt kommt das mit einer Verzögerung. Habt ihr gesehen? Erst fliegt Redner rein und dann kommt der Per. Also wir haben hier eine ziemliche Kontrolle, wie Dinge hier reinfliegen sollen. Wir können nämlich sagen, sollen sie mit einem anderen Objekt kommen, sollen sie nach einem anderen Objekt kommen, sollen sie gleichzeitig mit dem Objekt kommen oder sollen sie mit Klicken kommen. Ja? Und schaut mal, das ist wichtig. Das erste Objekt, was hier angewählt ist, das wird durch ein Klicken ausgelöst. Das heißt also, wenn ich sage, die Kinopräsentation präsentiert Redner per Pummen, dann muss ich nochmal klicken. Ja, ich muss also klicken, um den Animationseffekt zu starten von der ersten Folie und dann nochmal dran denken, dass ich klicke, wenn die Folie eingeblendet ist, damit der nächste Animationssequenz losgeht. Und das ist vielleicht ein bisschen blöd, weil wenn ich jetzt sage, okay, und am Rednerpult heute per Pummen und drücke die Taste, dass die Animationsfolie sich einblendet, dann soll auch der Effekt losgehen, wie die Seite aufgebaut wird. Also, das heißt, diese Rednergeschichte hier oben, die soll automatisch passieren. Nicht durch Klicken, und hier klicke ich drauf, die soll nach dem Übergang passieren. Und mit dem Übergang ist gemeint nach diesem Übergangseffekt, der hier mit dem Dreieck dargestellt wird. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Das ist ein bisschen kompliziert, aber man muss es mal gemacht haben. Ich versuche es immer in einfachen Worten auch mehrmals zu wiederholen. Also, was jetzt passiert ist, wir starten gleich die Animation mit der ersten Folie, drücken eine Taste, dann findet die Seitenüberblätterung statt und zu sehen ist erstmal nichts, weil die Objekte, die noch kommen sollen, nämlich Redner und per Pummen, die fliegen ja
als Animation rein. Der Aufbau findet ja erst statt. Ja, deswegen sehen wir erstmal ein blaues Blatt. Sobald wir das aber sehen und der Animationseffekt des Seitenumblätterns vorbei ist, haben wir gesagt, dann soll Redner automatisch reinfliegen. Ja? Und dann definieren wir, Amboss soll nach Animation 1 kommen. Also wenn dann Redner eingeblendet ist, soll per Puppen runterfallen. Und zwar alles automatisch ohne Klicken. Ja? Ich könnte aber auch hier sagen, durchklicken. Das heißt, wenn ich noch ein bisschen Dramaturgie reinbringen will. Und heute ist folgender Redner am Platz. Per Puppen. Dann will ich dieses per Puppen vielleicht erst starten, wenn ich klicke. Machen wir mal. Ja, ich mache das jetzt erstmal mit dem Klicken. Pass mal auf, wir machen das jetzt. Das, ihr merkt, es ist, wie präsentiere ich. Ja, das muss man sich vorher klar machen. Also, überlegen wir uns noch mal ganz kurz, wie es läuft. Wir sehen also jetzt gleich die erste Folie. Ja, dann drücke ich eine Taste. Der Umblättereffekt findet statt. Es ist eine leere blaue Seite zu sehen. Redner kommt automatisch reingeflogen, ohne dass ich klicke. Das macht die selber, die Animationsfolie. Und wenn ich soweit bin und sage den Namen per Puppen, dann kommt per Puppen auch noch reingeflogen. Muss ich aber durch Tastendrücken machen. Gut, versuchen wir es mal zu präsentieren. Hallo, herzlich willkommen zu einer Keynote-Präsentation. Heute der Einsteigerkurs. Und der Redner heute am Pult wird sein, ratet mal, per Puppen. Ja? Merkt ihr? Das ist schon mal die Art, wie ich präsentiere. Muss man sich schon überlegen, wie macht man es, ja? So, und jetzt gehen wir hin und sagen, ah, das hat nicht so geklappt. Da merkt man schon, genau das Timing hinzubekommen, da muss man schon auf wortgewandt sein und das hinbekommen. Wir machen mal lieber das, mit Animation 1. Also, wenn Redner reinkommt, kommt auch per Puppen mit rein. Das ist mal besser, ja? Also, versuchen wir es nochmal anders und präsentieren nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu einer Keynote-Präsentation der Einsteigerkurs und heute begrüßen wir als Redner per Puppen. Ja, merkt ihr, da geht das Ganze schon mal ein bisschen anders. Aber entscheidend ist, wie will ich es machen? Ja, und das muss man sich ein bisschen überlegen und vor allen Dingen auch üben. Ja? So, also so weit, so gut. Jetzt haben wir ganz schön viel da reingehauen. Also ihr merkt schon, da ist einiges los. Jetzt frage ich euch mal ernsthaft, ob ihr noch könnt. Ja, könnt ihr noch oder ist das schon zu viel und wir müssen auf den zweiten Teil rübergehen? Wir machen eine kurze Pause quasi mit den Kommentaren, die ihr habt bis hierhin. Und ich gucke mir die jetzt mal an und muss die auch hier erstmal einblenden. Passt mal auf, das sind noch die alten Kommentare. Und der Dirk fragt direkt mal, zeigst du auch, wie man via iPhone eine Pages-Präsentation auf dem MacBook steuern kann? Ja, das werde ich alles zeigen, aber ob ich das heute noch alles schaffe, das weiß ich nicht. Ne? So, und Dirk sagt auch, weniger in Präsentation ist oft mehr. Durch zu viele Effekte lenkt die Präsentation ansonsten vom Inhalt ab. Ja, genau, das ist schon der Punkt, ja, dass man da aufpassen muss. Es ist verlockend, dass man sagt, oh, guck mal hier, der Amboss-Effekt, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Guck mal, kinoreife Animation, mache ich jetzt alle. Ja? Und dann macht es pum, 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 pum. Und dann nehmen die Leute nur noch hinten das gewaltige Bildgewitter mit. Kein Inhalt, gar nicht, was ihr sagt, sondern nur Effekte. Ja? Deswegen ein bisschen vorsichtig sein mit den Effekten. Ne? Das Keynote ist nur zur Unterstützung quasi da beim Reden und Präsentieren. Und deswegen immer ein bisschen gut präsentieren. Hier sind noch einige. Leider versuchen ganz viele Referenten den Tod durch Keynote PowerPoint. Ja, genau. Ne? Also man kann das wirklich alles kaputt machen. Man kann schlecht präsentieren. Ich bin immer dafür, wenn es geht, ohne das zu präsentieren. Aber ihr habt ja gemerkt, als wir hier die Geschichte der Spielkonsolen gemacht haben und solche Geschichten, ja, oder das neuronale Netz erklärt haben, da guckt euch das nochmal an, da habe ich das ein bisschen unterstützend benommen. Oder als ich den Impfstoff erklärt habe, wie die Impfung funktioniert. Da haben wir das nur unterstützend benommen, dass man, wenn ich erzählt habe, hinten docken die RNA-Botenstoffe an und so, dann haben die das gemacht hinten als Animation. Aber ich habe vorher hier weiter präsentiert, unabhängig von dem, was da hinten passiert. Ich wusste, was hinten passiert auf der Folie, aber war mir sicher, dass ich das anders erzählen muss, als es ist einfach nur unterstützend, ja? So, Dirk sagt jetzt, und da weiß ich jetzt nicht mehr, was er meint, die wichtigste Taste in Keynote ist Punkt. Ja, ja, er meint wahrscheinlich, das alles auf den Punkt zu bringen und eben wirklich es kurz zu machen. Ne? So, und wir gucken nochmal und hier kommt nochmal ein Kommentar von Michael, dem Kaffeespender. Ich habe dir eine E-Mail geschickt. Michael, ich habe noch nicht geantwortet. Ich habe sie gelesen, die E-Mail. Ich antworte dir noch, ja. Udo sagt Grüße aus Ungarn und Wolfgang freut sich, denn der hatte gefragt in der Pre-Show, bevor wir hier gestartet haben, wie kann man denn dieses Umblättereffektchen machen mit dem Kalender? Und das haben wir jetzt beantwortet. Das kannst du damit schon mal gestalten, ja? Also da bist du schon mal einen Schritt weiter.
Jetzt kommt noch mal was, und zwar die Frage: Kann man Keynote-Folien auch in Pages einbinden? Nein, kannst du nicht, aber alle Objekte, die hier liegen, also alles, was hier quasi Textobjekte ist und so weiter, kannst du natürlich anklicken, mit Command-Taste mehrere anklicken, Command-C, gehst rüber in Pages und drückst Command-V und dann sind sie da. Also die Objekte kannst du rüber kopieren, die Animationen etc. nicht. Ja, also das kann Pages nicht. Pages kann wirklich nur, soweit was Pages kann, eben alle Objekte übernehmen, aber eben nicht die einzelnen Animationen. Ne? So, hier kommt nochmal, dann kommt Dirk und sagt, noch eine wichtige Taste. Warte mal eben, der Kommentar ist noch nicht da, weil ich hier immer zwei Tasten drücken muss. Nämlich einmal, damit das, wir sind aber heute auch viele Zuschauer, insofern rutscht mir das hier ein bisschen vom Server-Handy, Grätsche. Die wichtigste Taste in Keynote ist B, schaltet Präsentation auf schwarz. Ja, okay, interessant. Gucken wir nochmal, machen wir mal. Ich drücke mal auf Mac. Es gibt einige Tastenkürzel. Dann gucken wir mal, was B macht. Ja, ist schwarz, ne? Genau. Ja, ob das die wichtigste Taste ist, weiß ich nicht. Wenn die, das ist ja eher so, du gibst deine Präsentation so auf, weil keiner mehr hingucken soll. Aber ich glaube, mach die Präsentation lieber so, dass du B nicht drucken musst. Ne? So. So, wir gucken nochmal und jetzt sagt Toto nochmal was. Das ist jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang, kommt drauf an, ob Präsentation oder für Titel bei iMovie. Ne, wir machen weiter bei Keynote-Präsentation. Ich glaube, es bezog sich, könnt ihr noch. Und wir meinen tatsächlich noch Keynote. Wir sind heute nicht so mit iMovie, das machen wir vielleicht später alles. Wir müssen erstmal die Grundlagen aufbauen. Also es geht ja hier wirklich um Keynote, um das Präsentationsprogramm. Ne? Aber es ist Wahnsinn, ihr könnt noch. Wir senden schon eine Stunde. Und ihr könnt noch. Wunderbar. Das machen wir weiter. Also was soll's? Klar, wir sind ja jetzt hier. Was, wir haben noch nichts zu tun. Was sollen wir denn machen? Wir müssen die Lockdown-Zeit überbrücken. Also, ich bin wieder auf der Folie. Und wir versuchen jetzt nochmal, uns mit den Animationssequenzen zu beschäftigen. Wir hatten ja jetzt schon Redner und per Puppen. Und ich gebe ehrlich zu, das ist schon gewaltig mit dem Amboss-Effekt. Ja, das muss nicht sein. Ich klicke jetzt hier nochmal drauf auf dieses Feld per Puppen. Und wir vergessen mal dieses Ablauffenster. Schiebe ich mal dahin. Den Amboss, den ändern wir, ja. Ich sage hier, das kommt jetzt ganz normal erscheinen. Das sieht vielleicht nicht so toll aus. Wir gucken mal, überblenden. Ja, überblenden sieht einfach besser aus. Ich nehme diesen Überblenden-Effekt. Und ihr seht, sofort wird hier in der Ablauffolge auch in dem Feld der Überblenden-Effekt angezeigt. Und jetzt sieht das Ganze besser aus. Ich mache das mal. Ihr seht, hier kommt der Redner nur runtergeflogen und per Puppen wird eingeblendet. Dieses Boom und Effektvolle lassen wir jetzt erstmal weg. Also, ihr könnt im Nachhinein also durchaus eure Animationen noch verändern. Das ist also jederzeit möglich. Ja, so, wir schließen mal dieses Ablauffenster. Wir wissen jetzt, wir haben zwei Ablauffolgen. Redner fliegt rein, per Puppen kommt und jetzt machen wir das dritte. Ja, denn jetzt machen wir etwas, wenn ich da mit meinem Namen auf dem Bildschirm stehe, soll eine Aktion stattfinden. Jetzt gucken wir mal hier auf Aktion, schalte ich um. Ihr seht, ich habe den Textrahmen per Puppen angewählt. Jetzt muss ich wieder neue Effekte hinzufügen. Und ihr seht, da gibt es gar nicht so viele. Ja, also Apple hat das ein bisschen reduziert. Hier gibt es so ein paar Sachen, die kann man machen. Ja, zum Beispiel kann mein Name blinken. Ja, oder hier so Impuls. Ja, wow, Peer ist da. Ja, oder wackeln. Yay, begrüßt ihn mit mir. Ja, also können wir ja mal machen, wackeln. Ja, und auch hier gilt jetzt wieder, wie stark, guck mal, ihr habt die Dauer. Wie stark soll das sein? Ein kleines Wackeln ist so, großes Wackeln. Wow, dreh völlig durch. Mittel wackeln ist so, ja. Also, ihr merkt, ihr könnt so ein bisschen Geschichten erzählen, wie so kleine Comicfilmchen, Tom und Jerry Filmchen, würde ich fast sagen. Kann man das machen, ja? Und ihr seht auch hier, die Reihenfolge ist die dritte. Ja, es ist das dritte Animationsfeld quasi. Wir gucken aber nochmal in die Ablauffolge rein und ihr seht tatsächlich, der Redner fliegt rein, per Puppen fliegt rein und das Wackeln wird durch Klick wieder ausgelöst. Wollen wir nicht. Das Wickeln soll direkt nach Animation 2 kommen. Wenn per Puppen eingeblendet worden ist, da steht ja jetzt überblenden, dann soll es wackeln. Müssen wir halt jetzt nur entsprechend präsentieren. Testen wir mal. Also präsentieren wir mal. Ja, wir fangen da oben wieder an und sagen, herzlich willkommen zur Keynote-Einsteigerkurs. Heute unser Redner ist per Puppen. Begrüßt ihn mit mir. Yay! Ja, haben wir das nochmal gemacht. Ihr merkt, da muss man aber schon gucken, dass die Animationsphasen gut ablaufen. Ja? Aber das haben wir hinbekommen. Ja?
Und jetzt können wir noch hingehen und sagen, wenn wir wollen, können die Objekte auch wieder verschwinden. Also entweder bauen wir jetzt die dritte Folie rein, dann würde die ja eingeblendet werden und damit würden automatisch die Objekte verschwinden. Oder wir bauen jetzt diesen Abbau rein. Und wenn ich jetzt mal den Redner anklicke, dann kann ich hier oben auf Abbau klicken, Effekt hinzufügen. Und da können wir zum Beispiel mal gucken, ja, hier ist zum Beispiel Schreddern. Wir gucken mal, dann fliegt das hier so raus. Ja, okay. Ja, und auseinanderfallen. Ja, das ist ein bisschen, ja, okay, das klingt eher so zum Ende. Zerbröseln, ja. Ihr seht, da gibt es verschiedene Effekte, mit denen man das Ganze jetzt rausschieben kann. Trace ist neu hinzugekommen. Ziemlich effektvolle Präsentation. Oder hier rutschen, gucken wir mal, wumm, und raus. Ja, rutschen nehmen wir. Und zwar den dafür und per Puppen lassen wir direkt auch im Abbau rausrutschen. Und den Effekt, den wir zuletzt benutzt haben, den sehen wir oben immer. Die zuletzt benutzten Effekte stehen hier oben. Und das war Rutschen, den nehmen wir auch. Und ihr seht, die Ablauffolge wird hier quasi gemacht. Ja, es kommt das Herausrutschen, wird durch einen Klick angewählt. Also ich muss klicken, damit das Rausrutschen beginnt. Aber dann fliegt nur der Redner raus. Ich will aber, dass per Puppen mit rausflutscht. Deswegen klicke ich per Puppen an und sage, soll mit Animationsphase 4... Also mit der mit rausrutschen. Jetzt rutschen die beide raus. Kurzer Test. Ja, und wir klicken hier drauf. Begrüßt mit mir Per Puppen am Rednerpult. Yay! Yeah. So, und dann würde ich sagen, geht's direkt los. Zack! Merkt ihr? Ja? Geschichte erzählen und nicht lesen, was da steht. Ja, also klar, Per Puppen habe ich jetzt gesagt, aber nicht. Und der Redner ist Per Puppen. So ein bisschen da Pep reinbauen. Ja, dann könnt ihr eine kleine Animationsphase erstellen. Also. Das dazu und jetzt wisst ihr also, man kann einen Aufbau, eine Aktion und einen Abbau definieren und zwar pro Objekt auf dem Blatt. Und jetzt wisst ihr auch, warum es so wichtig ist, zunächst alle Blätter aufzubauen. Also alles, was man eigentlich mal präsentieren möchte, mit Inhalt zu versehen und danach in die Animation zu gehen. Also sich dann zu überlegen, will ich das überhaupt animieren, welcher Effekt soll da stattfinden und wie mache ich das. Ja? Und dann geht das eigentlich ganz gut. Ja? So, ja, jetzt gucken wir gleich nochmal. Dann schauen wir nochmal ganz kurz. Ich muss nochmal ganz schnell schauen. Hier die Kommentare. Ich möchte nämlich noch eben was anderes sehen. Ich nutze die Kommentare hier gerade mal, die jetzt hier reinkommen. Ich muss mal zwei Sachen parallel machen. Denn ich hatte euch gesagt, ich habe ja einen Übungsteil gemacht, an dem ihr gleich mitarbeiten sollt. Und ja, wir gucken mal. Pass auf, wir machen das jetzt mal. Ich bin mir gar nicht so sicher, aber wir versuchen jetzt mal, ich frage mal erst in die Runde, ich muss das jetzt ein bisschen aufbauen. Das ist wirklich spontan und ich mache heute zum allerersten Mal wirklich so einen interaktiven Übungsteil für euch, damit ihr mitmachen könnt. Ich habe jetzt ein bisschen was zur Keynote erzählt, wirklich längst nicht alles, ja. Es ist auch wirklich jetzt nur so rudimentär. Ich muss aber jetzt erstmal fragen, ne, wart ihr schon oder habt ihr den Pages-Kurs schon mitgemacht? Das ist jetzt mal das Voting, was ich rausschicke, denn ich habe was vorbereitet. Ich möchte gleich mit euch wieder zusammenarbeiten an den Dokumenten. Hier kommt übrigens nochmal ganz schnell der Kommentar, bevor wir vergessen. Die helle Präsentation zieht die Blicke des Publikums auf. Wenn du die B-Taste drückst, guckt dich plötzlich dein Publikum wieder an. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, was Dirk sagt. Und wie man da auf diese Moderationsfolien eingeht und was nicht alles, das machen wir vielleicht in einem zweiten Teil, würde ich vorschlagen, weil ich glaube, es wird zu viel. Ja, und ich habe es lieber thematisch ein bisschen getrennt. Wir machen nochmal, weil man noch Moderationsfolien gestalten kann und so weiter. Und dann gehen wir auf diese Tastengeschichten auch nochmal ein. Da geht es noch einiges, auch die Fernsteuerfunktion mit dem iPhone. Ich würde sagen, das schieben wir ein bisschen rüber. Wir haben ja jetzt schon gelernt, wie man eigentlich Animationen aufbaut und Seiten aufbaut. Leute, ich habe was vorbereitet und deswegen, hier kommt noch ein von Udo ein Kommentar, ganz schnell die Kommentare, kann man auf der Webseite als Informationsvideo selbst ablaufend einsetzen. Ja, zum Beispiel kann man auch für Webseiten solche Videos machen. Haben wir übrigens im 3D Trick Art Museum zu den Corona-Maßnahmen, haben wir einen Erklärfilm, wie man bei uns, wie der Besuch abläuft, als Präsentation quasi erstellt und dann als Webvideo veröffentlicht. Ja? So, wir gucken mal ins Voting. Ich muss euch nämlich fragen, habt ihr schon bei Pages mitgemacht? Denn, und das sind hier Gott sei Dank bislang die Mehrheit, wir gucken mal, wir machen jetzt Folgendes. Ich habe einen Übungsteil mitgemacht und wir haben ja in der letzten Sendung interaktiv hier zusammen alle, die mitmachen wollten, an einem Dokument live in der Sendung mitgearbeitet. Erinnert ihr euch? Das war ein fantastischer Tag. Das fand ich richtig lustig. Ja, und es hat riesen Spaß gemacht.
Das will ich heute wiederholen, aber mit einem Übungsteil. Ich erkläre euch jetzt gleich, wie der geht. Ich bin mir aber nicht sicher, weil ich nicht alles heute erzählt habe im Kinoteil. Es ist eben vieles auch aus Pages. Also die Leute, die bei Pages mitgemacht haben, werden diese Aufgaben machen können. Das sind immerhin 81%. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr nämlich jetzt gleich an einem quasi Übungskurs mit teilnehmen. Ja? Und das wird wieder richtig lustig, weil wir das wieder interaktiv mit allen zusammen machen. Kurz die Voraussetzung, ihr braucht mindestens den Mac und Keynote am Mac, würde ich vorschlagen. Es geht wahrscheinlich auch ohne Macs. Wir haben es letztens gesehen, wenn ihr gar kein Mac-System habt und einen Windows-Computer habt und den Link, den ich euch gleich schicke, anklickt, werdet ihr von Apple auf eine Webseite geleitet, auf der Keynote nachgebildet ist. Alle Funktionen stehen plötzlich als Webversion zur Verfügung. Dann könnt ihr es auch dort machen. Es hat auch bei einigen, die nicht die neueste Keynote-Version oder Pages-Version hatten, dazu geführt, dass sie auf diese Webseite gelandet sind. Manche sind aber auch im iPad-Programm gelandet und da wir das für das iPad noch nicht erklärt haben und es da völlig anders funktioniert, werdet ihr da nicht weit kommen. Also wir werden das mit ein bisschen Einschränkungen jetzt gleich erleben, aber ich denke mal, für die, die es erleben, wird es ein Riesenspaß und für alle anderen, die es nicht erleben können, wird es auch ein Riesenspaß, weil wir gucken uns das hier an, ich moderiere das ein bisschen, ich helfe an der einen oder anderen Stelle und wir gucken uns mal an, was da Lustiges passiert. Zunächst einmal, bevor ich den Link rausgebe, erkläre ich mal, was ich vorhabe und wie gesagt, das haben wir noch nie gemacht und ich glaube, das hat noch keiner im Internet gemacht. Mir ist kein Kurs, kein Video bei YouTube bekannt, nichts dergleichen, das jemals sowas gemacht hat. Also deswegen Premiere und wenn das klappt, dann werden wir das öfter einsetzen für völlig andere Sachen noch, aber es geht darum, das Gelernte umzusetzen. So, passt mal auf, wir machen Folgendes. Das hier schließe ich mal, speichere das mal ganz schnell ab als Einsteigerkurs Teil 1. Ups, da habe ich aber mal nichts getippt. Einsteigerkurs Teil 1. So, und ganz kurz den Stream neu starten. Alles zusammen muss jetzt stattfinden. So, da bin ich wieder, leerer Bildschirm, aber keine Angst, wir haben hier Keynote geöffnet und jetzt mache ich mal Folgendes. Ich drücke hier mal auf Neu und werde meine Vorlage benutzen. So, hier ist mein Kurs und mein interaktiver Kurs quasi. Das ist ein Übungsblatt. Ja, ich gebe euch jetzt gleich also unten in den Chat, wo immer die Abstimmung kam und dazu müsst ihr tatsächlich einmal eben auf dieser Webseite live.arcada-club.de sein, weil nur da erscheint unterhalb des Videos gleich der Link, ja, auf den ihr klicken könnt und dort ist das Zusammenarbeit mit diesem Dokument gleich möglich. So, und da könnt ihr Folgendes machen. Ihr klickt, wenn ihr gleich hier mit der Seite verbunden seid, klickt ihr oben auf Folie hinzufügen und dort seht ihr das Übungsblatt, das ich erstellt habe. Da nimmt sich jeder, der gleich sich dazu schaltet, zunächst einmal ein Übungsblatt. Klickt da drauf, dann wird eine neue Seite erzeugt und dann tragt bitte hier oben erstmal euren Namen ein. Per Puppen, also das Feld überschreiben und hier per Puppen eintragen. Das ist wichtig, damit ich gleich sehe, wer arbeitet wo. Und dann habt ihr hier Übungen. Übung 1 bis 9. Ja, ihr könnt sie euch gleich mal anschauen. Ich gehe sie mal ganz kurz mit euch durch. Hier bitte ich euch einfach mal die gleiche Formatierung, die ihr seht, also ein Textrahmen mit der gepunkteten Linie, blauen Hintergrund und rechtsbündig den Text mit einer Spiegelung hier bitte daneben mal reinzubasteln. Genauso, wie ihr es da seht, dahin zu basteln. Hier bitte ich euch, ein Farbfilmbild einzufügen, mit Schlag, Schatten und Titel einfügen und in ein Schwarz-Weiß-Bild umzuwandeln. Aber wichtig ist, vorher ein Farbbild reinfügen. Ihr könnt ja die letzte Silvesterparty, die ihr gemacht habt oder irgendwas, was ihr veröffentlichen wollt. Achtung, wegen der Bildrechte. Alle sehen es. Es wird auch überall auf die Rechner gespielt. Also bitte Bilder nehmen, die euch gehören und die ihr auch veröffentlichen wollt. Ja? Wenn ihr kein Bild veröffentlichen wollt, dann lasst die Aufgabe einfach weg. Ja? Hier die Übung 3 ist, fügt hier unten eine kleine Tabelle ein, ja, drei Spalten hat die und eine Zeile, Wert 1 und Wert 2 und eine Gesamtspalte und die Gesamtspalte soll die Summe bilden aus Wert 1 und Wert 2. Ja. Hier oben könnt ihr euch eine Tierform nehmen, aus den Formen hier oben könnt ihr auf Tiere klicken, hier eine Tierform nehmen, da oben und meine Bitte ist, die Tierform da oben reinzugeben, seht ihr, rot von mir aus und lasst die mal mit einem Animationseffekt erscheinen. Das ist eine Übung. Ja, ich nehme die da wieder weg. Dann versucht mal, diese Form nachzubilden. Und zwar ist das hier eine Form aus einem Objekt. Und zwar nicht drei Objekte, also keine Kreisform und dann die Augen als Kreisform und den Mund als Mundform, sondern eine Form.
Erinnert euch, wir konnten mathematische Operationen mit Formen machen. Das habe ich in Pages erklärt, wie man Formen hinzufügt und addiert und subtrahiert. Also versucht hier neben diese Form mal nachzubilden. Dann versucht ein Pferd mal einzublenden und versucht mal das Pferd von A nach B zu bewegen. Mit einer Animation, sage ich jetzt schon, die als Aktion definiert werden muss. Ja, ihr merkt, schwierige Aufgaben. Ja. Fügt hier mal eine Grafik als Medienplatzhalter ein. Mehr sage ich nicht. Ja, es geht ja auch darum, dass ich euch das nachher ein bisschen erkläre, wenn ihr nicht weiterkommt. Hier bitte einen zweispaltigen Text mal einfügen. Irgendeinen. Ja, schreibt irgendwas, aber Hauptsache hat zwei Spalten. Und hier, die Übung 9 heißt, macht aus der Seite einen Füllverlauf. Dann sehen wir nämlich, wenn ihr fertig seid, werden sich die Farben plötzlich hier farblich verändern, die Seiten. Und dann weiß ich, ihr seid bei Übung 9 angekommen. Und dann komme ich zu den einzelnen Folien jetzt gleich rübergesprungen und helfe euch. Ja? Also, jeder, der jetzt gleich online geht und Lust hat, da mal mitzumachen, das ist wirklich ein Test. Ich weiß nicht, A, ob ihr die Aufgaben lösen könnt, B, ob es überhaupt zusammengeht. Und C, ob das ganze System nicht zusammenbricht, aber es ist Premiere, weil wir wollen ja darauf aufbauen und mehr solche interaktiven Sachen machen. Werden wir also jetzt uns die Zeit nehmen, das mal auszuprobieren. Ja? Also, ihr geht gleich, klickt auf den Link, den ich euch jetzt gleich schicke, dann werdet ihr mit dieser Seite hier verbunden. Page, Keynote öffnet sich, ihr drückt auf Seite hinzufügen, holt euch eine Übungsaufgabe, ein Blatt quasi, schreibt den Namen rein und legt los. Okay? Ich bin sehr gespannt, ob das klappt. Ich drücke hier auf Zusammenarbeiten. Ich muss das jetzt erstmal erstellen mit einem Link und berechtigt sind jeder mit dem Link und Bearbeitung darf erlaubt werden. Und dann gucken wir mal, dass das jetzt alles klappt. Jetzt kriege ich hoffentlich diesen Link erzeugt und dann wird es spannend. Das ist der aufregende Teil, den wir beim letzten Mal hatten, dass diese Präsentation dann online ging. So, ich bin mal gespannt, ob das jetzt geklappt hat. Wenn ich Glück habe, habe ich den Link nämlich jetzt hier drin. Alles klar. Ihr Lieben, ich schicke euch den jetzt raus und entweder klappt es oder es geht alles in die Hose. Wir gucken mal. Aber wenn wir Glück haben, sehen wir jetzt gleich wieder hier oben verschiedene Verbindungen von euch. Und dann bin ich mal gespannt, ob das Projekt klappt und was da passiert. Und ich helfe euch natürlich. Wir gucken in jeden rein. Also bitte nur die mitmachen, die auch öffentlich genannt werden wollen, Lust haben, das jetzt zu machen. Ja? Also es ist was ganz Öffentliches, ist nichts Privates. Geht richtig über YouTube in die Aufzeichnung und über den Stream. Also deswegen gut überlegen oder direkt sein lassen. Na, ich trinke mal was. Ja, dauert immer ein bisschen, bis der Link bei euch kommt. Wir haben ein bisschen Zeitversatz. Wir haben immer 30 Sekunden Zeitversatz. Deswegen, wenn ich gleich auch was ändere, werde ich euch vielleicht vorher fragen, ob ich das darf. Aber wir gucken mal, was jetzt passiert. Es müssten jetzt in den nächsten Sekunden hier schon die ersten sich quasi mit dem Dokument verbinden, wenn es denn klappt. Wenn es nicht klappt, haben wir einfach Pech. Aber ich bin davon überzeugt, dass das hier gleich funktioniert. Beim letzten Mal hat das so toll funktioniert. Dann werden wir nämlich hier die einzelnen Namen gleich sehen, die alle da sind. Da kommt schon der Erste, der Rainer Müller ist nämlich schon da. Guckt mal. Jetzt kommen die Ersten rein, die mitmachen können. Jetzt geht das Aufregende und Spannende los. Also, wenn das nämlich klappt, ja, also denkt dran, oben Seite, Folie hinzufügen und euch eine Seite nehmen, Namen reinschreiben. Wenn das klappt, werden wir in Zukunft nämlich tatsächlich solche Übungsaufgaben zu Kursteilen machen können. Und die werden wir dann sehr unterhaltsam hier kommentieren können. Es kann passieren, dass der ein oder andere vielleicht jetzt auch mal rausfliegt aus der Verbindung. Das liegt vielleicht an euren Internetverbindungen, vielleicht auch an der Überlastung des iCloud-Servers. Wir gucken mal. So, wir gucken mal, ob ihr überhaupt hier eine Folie hinzufügen kann, weil alle sind gerade verbunden, aber ich sehe noch keinen, der sich hier eine Folie hinzugefügt hat. Das ist jetzt die... Doch, da kommt der Erste. Wunderbar. So, also es klappt, ja. Wir müssen ein bisschen Geduld haben, ne? Aber hier alles bekannte Namen der Sendungen. Und jeder fügt sich da was hinzu. Ich bin nicht mehr verbunden. Interessant. Wieso war ich denn überhaupt verbunden? Bin ich jetzt raus? Das wird ja auch spannend, ne? Wie? So, passt mal auf. Da habe ich jetzt irgendwas geklickt. Jetzt muss ich mal selber gucken. Also ich bin auf jeden Fall noch da, hoffe ich. Ich bin ja hier der Eigentümer, der das moderiert. Ja? Die haben wir ja alle. Also da sind jede Menge, die da mitmachen. Einer fängt schon an hier, der Lothar, nimmt mal meine Folie. Okay, sowas nicht gedacht. Aber alle, die jetzt nicht wissen, wie geht's, ja, denkt dran, hier oben auf Plus drücken. Fügt euch eine Folie hinzu und dann erscheint die hoffentlich bei euch. Ja? Und guckt mal, dass ihr euch jetzt nicht gegenseitig hier überschreibt. Hier ist der Dirk. Ihr seht immer, wer hier gerade dran arbeitet, da kommen die Sprechblasen. Hier ist Wolfgang, ja. Ja, da bin ich jetzt wieder, okay, alles gut. Also, ja, da bin ich auch wieder. Egal, ihr könnt auch meine Folie nehmen und überschreiben, wie ihr wollt. Das läuft jetzt ein bisschen chaotisch ab, das weiß ich. Aber wichtig ist, alle, die dazugekommen sind, drücken erstmal auf Folie hinzufügen, ja. Oder ich kann es auch so machen,
Wir gucken mal, ob das hier so klappt, weil guck mal, wir haben 11 Leute, aber erst 4 Folien, was mich ein bisschen wundert. Wir brauchen mehr Folien. Ich klicke mal welche an, ja? Also ihr könnt ja jetzt mal drauf gehen. Hier ist der Dirk auf jeden Fall, das bin ich, okay. Der Wolfgang ist hier schon drin. Der Wolfgang legt auch schon los, das sehe ich schon, ja? Der fängt schon mit den Formen an. Okay, falls die anderen jetzt Probleme haben, dann die Seite hinzuzufügen, auf Folie hinzufügen klicken. Wenn das nicht klappt, ich mache jetzt mal Folgendes, damit ihr weiterkommt. Ich füge mal ein paar Folien hinzu und dann nehmt ihr euch die, bitte, wo hier steht, hier bitte Namen eintragen. Ne? Ja, ich sehe gerade, hier kommen schon die Ersten, die sagen, ich kann das nicht hinzufügen. Ich füge mal ein paar hinzu und bitte nehmt mal die, wo kein Name drin steht. Also wo steht, hier bitte Name eintragen. Die nehmt ihr euch, wie viel sind wir? 11 und ich habe 14 Folien. Also bitte nicht auf die gehen, die schon an Folien arbeiten. Hier die ersten paar Folien sind noch alle frei. Die nehmt ihr euch bitte, ja? So, Wolfgang ist hier dabei. Das bin ich, okay. Hier ist Dirk, der fängt auch schon an. Karl-Heinz. Ja, also alle, die dazukommen und keine Folien zufügen können, einfach eine nehmen, wo steht, hier bitte Namen eintragen und dann euren Namen eintragen. Und dann könnt ihr auf der Folie arbeiten. Merkt euch einfach die Seitennummer, die euch gehört, ist die Seite Nummer 5 jetzt derzeit. Ja, das ist kein guter Tipp, weil manche fügen noch Seiten hinzu und dann ändert sich die Seite. Also deswegen den Namen eintragen, damit ihr sicher seid, wo das geht. So, und jetzt machen wir zum allerersten Mal interaktiv tatsächlich einen Übungskurs, der zugegeben nicht ganz einfach ist. Da braucht man die Pages-Erfahrung. Ja? Aber zum ersten Mal seid ihr dabei. Die Heidrun tippt hier oben was, aber der Karl-Heinz leider auch. Da habt ihr euch beide die gleiche Folie ausgesucht. Sonst hüpft mal einer auf eine andere. Müsst ihr mal gucken. Ja, jetzt ist er erledigt. Das ist das einzige Chaos, ja, dass jetzt alle irgendwo reinrutschen und sich da eine Seite nehmen müssen. Und das. Deswegen der Name, ja. Bleibt auf eurer Seite, das ist das Wichtigste. So, dann gucken wir mal, wo schon was los ist, ja. Hier ist noch frei, da ist noch frei. Hier kommt Michael, der fängt schon an, da was zu arbeiten. Hier geht's schon zur Sache. Da, der Dirk, der ist schon kräftig dabei. Schaut mal, der hat die Übungsaufgabe 1 schon gut gemacht. Ja, da steht das gleiche Objekt daneben. Und jetzt kommt der Kniff hier mit dem, er hat ein Farbbild eingefügt, sehr gut, bringt das auch schon in die Größe. Jetzt kommt der Kniff, wie kriegen wir das denn in Schwarz-Weiß hin? Ich lasse euch noch ein bisschen rumtüfteln und dann zeige ich euch zur Not, wie das geht, ja? Aber wunderbar, hier Spiegeleffekt, aber gefragt war Schlagschatten, nochmal dran gucken, kein Spiegeleffekt, ja? Und die Aufgaben haben es in sich, das gebe ich zu, aber ich wollte euch auch ein bisschen beschäftigen, ja? So, ich lasse den Dirk hier mal weitermachen, das bin ich, okay, das ist auch. Wolfgang sagt, es klappt, ja, wunderbar, Wolfgang. Dann mal weitermachen. Übung 2 und so weiter. Ja, ich sag, die Übungen sind wirklich nicht ganz ohne. Heidrun ist auch schon dabei. Richtiger Ansatz. Hier wird schon die punktierte Linie drum gesetzt. Wunderbar, klappt sehr gut. Passt mal auf, damit wir das hier alles ein bisschen besser sehen. Vergrößere ich mal die Ansicht und dann können wir hier noch genauer sehen. Also wunderbar, jetzt kommt die Schrift, die hat sie da eingefügt. Ja, prima. Jetzt muss Heidrun die Schrift noch ein bisschen auf schwarz trimmen. Und jetzt kommt der kleine Trick, wie kriegen wir die denn jetzt da rechtsbündig an den Rahmen? Ja gut, was müssen wir denn lange erzählen? Das hat Heidrun wunderbar hinbekommen. Sehr gut, sehr schön. Und das sieht doch schon ganz gut aus. Klasse. Also hier ist der Kurs schon gut. Alfons macht auch die Übung 1 mit Leichtigkeit. Leute, habt ihr im Pages-Kurs ja richtig gut aufgepasst. Das klappt ja wirklich sehr, sehr gut. Also hervorragend. Hier ist Opi, am besten, pass mal auf, wer auch immer das ist, hier oben, ich gebe dir nochmal so einen Textrahmen. Hier bitte Name reinschreiben. Bitte hier den Namen, ja, damit ich euch ansprechen kann. Ja, da am besten auch eintragen. Und dann sehe ich nämlich mehr, wer ihr seid. Auch hier ist das nicht erfolgt. Da vielleicht nochmal bitte hier den Namen. Ja, hier ist Kurt. Kurt ist auch bei Übung 1. Wunderbar, auch perfekt gemacht. Macht euch mal an die anderen Übungen ruhig ran. Die sind nicht ganz ohne. Hier unten passiert schon richtig was, sehe ich gerade. Pass auf, ich muss mal hier die Ansicht ein bisschen wieder kleiner stellen. Karl-Heinz kämpft mit einer riesigen Tabelle. Ja, da geht es richtig zur Sache, ne? Das ist jetzt nicht ganz ohne. Ich klicke mal auf 75%. Die müsst ihr nämlich jetzt erstmal klein kriegen. Die soll ja da unten rein. Ja, sehr schön. Hier, sehr gut gelungen. Guckt mal, der Dirk, jetzt macht er schon die Tabelle, aber er hat das Bild auf Schwarz-Weiß gekriegt, ja? Und ich hoffe, der Dirk hat das Bild wirklich auf Schwarz-Weiß gestellt und nicht ein Schwarz-Weißes reingestellt. So, hier geht es schon weiter. Wolfgang ist auch dran und fängt schon an. Hier sind noch Textrahmen. Das Bild da unten muss noch Schlagschatten kriegen. Ja, okay. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und prima. Weihnachtsessen kommt noch. Titel hinzufügen. Sehr gut. Ja,
Das kriegt ihr alles gut hin. Aber hier beim Wolfgang werden wir nachher noch was sagen. Aber keine Angst, ich spiele nicht den großen Lehrer. Leute, das klappt ja ganz gut. 14 Leute arbeiten da dran. Heidrun hat keine Farben, sagt sie. Guck mal, wo war denn Heidrun jetzt? Ja, guck mal, ich habe das jetzt hier dummerweise so gemacht, dass ich jetzt durch alle klicken muss, um zu gucken, wo denn die einzelnen von euch noch sind. Ja. So, Heidrun, ich finde dich nicht mal mehr. Wo bist du denn? Da, Heidrun. Heidrun hat keine Farben. Ja, das ist komisch. Vielleicht stehen nicht immer alle Funktionen zur Verfügung, je nachdem, auf welcher Plattform ihr da gerade seid. Manche werden vielleicht gerade auch tatsächlich auf die Webseite geladen. Ist nicht so schlimm. Aber vielleicht kriegst du die anderen Sachen noch hin. Ne? Also es kann auch sein, dass vielleicht ihr auch tatsächlich die neueste Pages-Version hat und dann macht Pages Abstriche in Dingen, die gehen oder nicht gehen. Ne? Da müssen wir mit leben. Ne? Also es sind aber knallharte Aufgaben hier. Guck mal, da ist schon eine Animation. Ja? Wir können ja mal gucken, ob sich hier schon was tut, wenn wir das mal abspielen. Ja, erscheint das Huhn? Nein, das geht hier durch die Folien. So weit sind wir hier noch nicht. Alter, das Huhn ist zwar da, aber Alfons, das musst du jetzt mit einer Animation versehen, ja, erscheinen lassen. Kannst dir was ausdenken. Kannst per Amboss runterfallen, das Huhn, oder reinfahren. Da kannst du jetzt auf jeden Fall das, was wir eben gelernt haben im Keynote-Kurs, versuchen umzusetzen, ja. Super. So, Rainer Müller, den schieben wir hier mal mit dem Text ein bisschen hin, dass wir den hier nochmal umsehen. Er hat schon sein Textfeld, ist vielleicht aber wieder rausgeflogen. Also nicht wundern, manche fliegen wieder raus aus dem Ganzen und dann geht es hier plötzlich nicht weiter. Also hier ist zum Beispiel auch noch irgendwas anderes. Ja, hier ist ein Link, den nehmen wir mal weg, der ist da reingerutscht. Und ja, der Michael ist hier vielleicht auch wieder gerade aus der Verbindung rausgehoben. Oh, guck mal, hier ist ein Hase schon erschienen bei Edith. Die hat schon da einen Grafikrahmen reingesetzt. Ich sehe schon, ihr nehmt lieber die Aufgaben, die mehr Spaß machen. Das ist gut. Hier geht es gerade nicht weiter bei Karl-Heinz. Ihr könnt auf jeden Fall auch Fragen stellen, wenn ihr wollt. Einfach kurz die Frage stellen in den Kommentar. Ich weiß, dass das jetzt ja, ein Experiment ist. Ja. Es ist zum allerersten Mal, dass wir interaktiv hier arbeiten. Karl-Heinz ist entweder nicht mehr da oder kommt mit der Tabelle nicht klar, die hier ist. Ich guck mal. Schau mal, diese riesen Tabelle hier, die machst du dir erstmal was kleiner. Hier kannst du die Zeilenzahl anklicken. Also hier klicken wir unten auf dieses komische Symbol. Ich gehe mal ein bisschen so zur Seite. Da. Und sagen, wir brauchen nur eine Zeile. Das ist die hier. Ja. Eine, so, das ist die da von mir aus. Und jetzt gehen wir nochmal hier rüber. Oha, jetzt bin ich hier unten in meiner Taskleiste mit der Riesenmaus. Und hier brauchen wir auch nur, ah, jetzt ist hier gerade der Alfons. Ja, eine Zeile. So, und jetzt müssen wir die Tabelle was kleiner machen. Anfasser hier unten nehmen und die Tabelle kleiner ziehen. Da helfe ich dir mal und schieb die da unten rein. Ja, und gucken wir nochmal. Die können wir noch ein bisschen kleiner machen. Die Tabelle, da ist die Spalte zu groß. Dann machen wir die nochmal. Und dann fügen wir hier nochmal 1, 2 rein. So, und dann hast du auf jeden Fall hier schon mal deine Tabelle mit den drei Sachen. Und bei der Tabelle können wir sagen, unter Format Tabelle, dass die Titel- und Abschlusszeile nicht die erste Zeile sein soll. Ihr seht, die erste ist so schwarz unterlegt. Das enthält dann nämlich Titel- und Abschlusszeilen. Da sagen wir 0. Und jetzt besteht die Tabelle tatsächlich aus, ja, zwei Zeilen. Und jetzt gehen wir hier unten hin und sagen, das ändern wir auch noch. Hier wollen wir nur eine Zeile. So, können wir die noch kleiner machen? Wir gucken mal, die ist recht groß geworden. Ich wundere mich warum, aber so kriegen wir sie klein. So, da unten haben wir auf jeden Fall eine Tabelle eingefügt bei Karl-Heinz mit drei Spalten und einer Zeile. Das ist schon mal herausfordernd ohne Ende. Habt ihr gesehen, wie ich das ein bisschen konstruiert habe? Muss man ein bisschen hin und her schieben. Und jetzt geht es ans Rechnen. Also Karl-Heinz, wenn du noch da bist, geh da ruhig rein und rechne das. Ja? So, hier gucken wir nochmal bei Heidrun. Heidrun hat jetzt schon so ein Farbbild hier eingefügt. Wunderbar, das klappt. Da lassen wir sie mal in Ruhe weitermachen. Oh, und knallt die Riesentabelle rein. Ja, sehr gut. Hier, Alfons ist noch da dran und übt, wie das Hühnchen da reinfliegen kann. Sehr schön. Hier oben haben wir noch jemanden, der hat seinen Namen noch, glaube ich, hier nicht reingeschrieben. Das gebe ich hier mal eben bekannt. Bitte hier den Namen reinschreiben. So, bitte hier den Namen reinschreiben.
damit wir euch immer auch sehen und Tipps geben können und ansprechen können. Na? So, ich gehe mal hier weiter runter. Ist das nicht der Wahnsinn, dass wir es hier zusammen machen? Hier sieht gut aus, Kurt, aber ist nicht das, was wir da stehen haben. Ja? Farbbild hast du eingefügt, hast dann auch gelassen. Passt mal auf, ich gebe euch jetzt mal den Tipp hier am Farbbild. Der Schlagschatten, das ist hier tatsächlich schon mal ganz gut gelungen. Der Schlagschatten, den hast du hier reingesetzt. Das mit dem Schwarz-Weiß-Bild, das ist tatsächlich tricky. Ich zeige euch das jetzt aber. Schau mal, hier ist das Farbbild. Und wenn ihr hier auf Bild klickt, dann hatten wir ja erklärt, gibt es hier die Einstellungen für die Bilder, die Bildeinstellungen. Da hat Apple quasi ein halbes Grafikprogramm geliefert. Und was man da machen kann, ist, um ein Schwarz-Weiß-Bild hinzubekommen, man nimmt die Sättigung aus dem Bild heraus. Komplett die Sättigung auf minus 100% setzen. Schau mal, und schon hast du aus einem Schwarz-Weiß-Bild, aus einem Farbbild ein Schwarz-Weiß-Bild gemacht. Ja? Also so geht das mit dieser Bildfunktion, die wir da haben. Und das zeigt, wie mächtig auch Keynote ist. Denn auch in Keynote stehen diese Bildverbesserungselemente zur Verfügung, die wir ja schon in Pages kennengelernt haben. Ja? So, gehen wir mal einen Schritt weiter. Hier ist der Lothar. Lothar fügt noch einen Text ein. Wunderbar, lasse ich Lothar mal weitermachen. Und hier ist noch keiner. Okay, hier wäre auf Seite 9 derzeit noch eine leere Seite. Leute, seid nicht böse, wenn ihr abends so rausfliegt. Ich sehe das oben. Wolfgang ist nicht mehr verbunden. Das liegt an der Internetleitung. Ja? Und wo das liegt, kann ich nicht sagen, ob bei euch, bei mir oder bei Apple in der iCloud 16 Leute arbeiten an einem Dokument. Der Witz ist, es können bis zu 100 Leute an diesem Dokument arbeiten. Ja? Und das ermöglicht uns natürlich hier Kursteile zu machen, die wir so noch nie gemacht haben. Das Erlernte, was ich gerade eine Stunde lang präsentiert habe und in 4 Pages-Kursen, das können wir in Übungen quasi festlegen. Und da sind ein paar knackige Übungen dabei. Ich gebe zu, es ist schon schwierig, ja, was ich da von euch abverlange und vielleicht auch sehr viel, aber wir tasten uns ran. Ich habe es noch nie gemacht. Ja. Vielleicht müssen wir demnächst auch nur 3 Übungen machen statt 9. Vielleicht senden wir sonst bis 19 Uhr hier noch oder 20 Uhr, weil es zu lang dauert. Ja, super. So, hier gucken wir nochmal. Sehr schön. Hier auch für Wolfgang nochmal den Tipp. Wolfgang hat den Titel, also das Bild ist super schwarz-weiß geworden, sehr gut, aber der Titel, der ist hier. Und wenn wir jetzt das Bild verschieben, dann fliegt der Titel vom Bild nicht mit, weil das Weihnachtsessen ein eigener Textrahmen ist. Ja? Und jetzt schaut nochmal, da gebe ich euch nochmal den Tipp, wenn ihr hier ein Bild hinzufügt und klickt auf Stil, dann könnt ihr hier für das Bild den Titel angeben und hier oben einen Titel reinschreiben. Weihnachtsessen zum Beispiel, ja? Prima. Und dann könnt ihr den Textrahmen nämlich löschen. Und dieses Bild, wenn wir das jetzt verkleinern, verändert sich auch der Titel. Und das Tolle ist, wenn das mitwandert, hier über den Bildschirm, wandert auch der Titel mit, weil der an dem Bild klebt. Ja? Also insofern ist der Titel besser wirklich als Titelfunktion an so einem Bild aufgehoben. Ja? Weil damit kann man ihn wirklich wunderbar setzen, es sei denn, ihr wollt ihn halt anders setzen. So, Wolfgang, lass dich alleine wieder, bist hier kräftig dabei, Dinge einzufügen. Rainer ist hier, wunderbar, hat den Namen gemacht und hat hier die Formatierung ein bisschen verändert. Eine Tierform erscheinen lassen. Ja, pass auf, da machen wir mal Folgendes. Damit der Text wieder hergestellt ist, klicke ich hier mal. Ja, hier war aber eher gedacht, eine Animation, ja, einzufügen. Du kannst aber das Bild, was du eingefügt hast, animieren. Versuch's mal und dann geht's schon. Ja, so, gucken wir mal. Hier wird gerade kräftig bei Heidrun eine Tabelle eingefügt. Und ich weiß, das ist richtig schwierig, weil hier wirklich mit den Tabellen kämpft man. Ich lasse Heidrun aber noch ein bisschen kämpfen. Wir gucken mal, was draus wird und im Notfall helfe ich. So, hier gucken wir nochmal. Der Alfons ist dabei. Also Leute, wenn ihr Hilfe braucht, würde ich vorschlagen, schreibt kurz euren Namen und sagt, kannst du mir helfen? Ja, und dann sagt mir noch die Seitennummer, die ihr gerade habt. Dann komme ich zu euch rüber auf die Seite. Und zumindest brauche ich einen Namen. Und dann helfe ich euch und dann können wir zusammen Dinge machen. Ja? Also hier klebt Alfons nämlich noch damit, das Huhn erscheinen zu lassen. Erst war es der Truthahn, jetzt ist es ein Huhn. Toto ist auch schon dabei. Guck mal, Toto, du kannst jetzt umsetzen, was ich da hatte mit dem, Schwarz-Weiß-Bild. Ja, das hier ist auch ein Schatten, wunderbar. Ja, ihr könnt verschiedene Schatten einfügen, aber versucht den Titel noch mit einzufügen. Hatte ich ja gerade eben gezeigt, wie das geht. Ja, mal gucken, ist hier auf dem Hühnchen da oben... Nee, das Huhn kann ich gar nicht anklicken, komischerweise. Habe ich das Huhn da selber reingesetzt? Nein, ich glaube, Toto ist gerade noch dabei mit dem Huhn. Okay, da haben wir immer so einen Zeitverzug hier drin. Ne? Wunderbar, hier Michael hat es perfekt gemacht. Die Katze, guck mal hier auch Michael, der Profifotograf. Nochmal der Tipp, den wir beim letzten Mal bekommen haben. Ne? Immer die Katze dahin setzen. Oder ja, die Katze guckt nach links und deswegen ist links im Bild auch mehr Platz. Und die Katze ist nach rechts gerutscht. Ja? Also das hat er schon ganz gut gemacht. Wir gucken mal hier.
ich weiß gar nicht, haben wir hier eine Animation drauf? Guck mal, hier auf Animieren und wir machen eine Vorschau. Zack, da kommt die Schnecke rein. Wunderbar. Also hier hat die Übung auch wunderbar geklappt. Sehr gut. Jetzt kommt hier die Herausforderung, das Pferd von A nach B zu bewegen. Das ist nicht so ganz ohne, ne? So, prima. Hier sind wir bei Edit und wir gucken mal hier oben. Da bewegt sich auch schon was. Zack, der Hase erscheint. Auch sehr schön, ja? Beim Hasen, ich guck mal gerade, bin mich gar nicht sicher, da gab es sowas Lustiges, aber ich glaube, der Effekt funktioniert. Ich guck mal, ob der funktioniert, den fand ich so lustig. Schau mal hier, der Hase sähe auch lustig aus als Federobjekt. Schau mal, ja, guck mal, je nachdem, was ihr da nehmt, können die Effekte recht so lustig sein. Ja? Deswegen habe ich das jetzt mal geändert für dich, Edith. Da hüpft bei dir jetzt wunderbar, und das kann man hier auch schön in die Länge ziehen, ja? Wenn man das hier etwas länger macht, hüpft dieser Hase hier so lustig rein. Das ist doch richtig unterhaltsam. Ihr merkt schon, mit Keynote hat man schon richtig Spaß, kleine Sachen zu machen und kleine Filmchen zu machen. Ne? Karl-Heinz ist noch dabei. Ja, wunderbar. Karl-Heinz hat hier die Tabelle konstruiert mit dem Berechnen. Da wollen wir direkt mal testen, ob das klappt. Wir geben mal 100 ein und zack, kommt 106 raus. Und hier geben wir 2 ein und dann kommt 102 raus. Also, ja, sehr gut, Karl-Heinz. Tabelle hingekriegt, rechnen geht. Wunderbar. Hier also die Formel auch wunderbar drauf definiert. Ja? So, Dirk kommt hier schon richtig gut weiter. Ja, hier kommt auch, guck mal, hier mit Wischen, auch schöner Effekt, der so schön reinkommt. Ne? Hat er hier nochmal das Eichhörnchen reinwischen lassen. Ne? Jetzt gucken wir hier nochmal rein. Grafik als Medienplatzhalter. Ja, fast. Ja, da gebe ich euch nachher noch einen Tipp. Hier wird wunderbar der zweispaltige Text schon reingeschrieben. Sehr gut, das klappt ganz gut. Ich merke, mit der Form tut ihr euch schwer. Ja, das ist eine kleine Herausforderung. Ich gehe mal auf ein leeres Blatt und erkläre mal, wie ihr diese Form kreieren könnt. Ja, hier ist schon sehr gut. Wer ist das? Der macht es schon richtig. Rainer, sehr gut. Du bist schon sehr gut zugange mit der Form. Toll. Ja, hat er schon eingefügt. Wir gucken mal, ob es auch eine Form ist derzeit. Ja, ich klicke die mal an. Ich kann die nicht anklicken. Na, ist noch zugange. Lassen wir es mal. Hier auch. Wer ist das? Bitte Namen noch eingeben. Hier ist irgendeiner, der hat es auch schon gemacht. Manchmal läuft es ja aber doppelt und dreifach. Hier, Kucht hat auch die Form hingekriegt, die ich nicht anklicken kann. Was ja sehr lustig ist, dass ich diese Form nicht anklicken kann. Ja, aber wir gucken mal. Nee, witzigerweise, toll hingekriegt. Was mich wundert, ist, dass ich die Form nicht anklicken kann. Ne? Das ist ja auch komisch eigentlich. Ne? Okay, so, bewegt sich das Pferd schon? Nein. Guck mal, Kurt, ich gebe dir ich gebe euch da, das ist nämlich ein Animationsschritt, den habe ich euch noch nicht erklärt, aber das Bewegen des Pferdes, animieren ist schon richtig, Aufbau brauchen wir nicht. Wir nehmen eine Aktion und die Aktion heißt bewegen. Ja? Und wir schauen mal, damit bewegt sich das Pferd nämlich von A nach B. Und B können wir jetzt hier hinten hinschieben. Und wenn wir jetzt auf die Vorschau klicken, dann bewegt sich das Pferd von A nach B. Ja? So, also das machen wir bei einer Aktion und einer Animation bewegen. So, Lothar kämpft mit dieser Riesentabelle. Ihr schreibt, ne, wenn ihr Hilfe braucht. Ne? Guck mal, hier kommt der Lothar gerade. Der Lothar sagt, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, ich kann nur auf dem Browser arbeiten und das ist eine völlig andere Bedienung. Ja, okay, also diese Browser-Version kenne ich tatsächlich noch nicht, aber die könnte wahrscheinlich die iPad-Version so halbwegs sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, pass mal auf, Lothar, ich helfe dir mal. Mit der Tabelle steht man nämlich dann auf Kriegsfuß, wenn man da arbeiten muss. Also ich mache das mal ganz kurz für dich. Die Tabelle reduziere ich mal für dich hier auf eine Zeile und hier hinten auf 3 Spalten. Und zieh sie dir was kleiner, weil wenn du das am Browser nicht machen kannst, dann wirst du wirklich wahnsinnig. Das gebe ich zu. Und das ist eben das Experiment, was wir hier heute haben. Wo arbeiten wir hier wie und wer auf welchen Versionen? Aber Leute, es ist nicht Wahnsinn, dass wir hier zusammen gerade Kurse machen und zusammen hier arbeiten. Ich füge dir die Tabelle jetzt mal da unten ein und dann kannst du ja, wenn du möchtest, noch die Formeln da drauf setzen. Ne? So, also da hast du deine Tabelle. Und ich mache die Tabelle mal, ja, da ist sie für dich. So, also ich helfe, wo ich kann, ja, und ihr sagt, wo ich helfen soll. Karl-Heinz schreibt gerade, oh so, sorry, jetzt habe ich nicht auf den Mac umgeschaltet. Ich muss immer aufpassen, dass ich auf den Mac umschalte. Das vergesse ich leider dann ab und zu mal. Also, schauen wir mal. So, das war falsch. Jetzt gucke ich nochmal eben, dass ich die Frage hier interaktiv geschaltet kriege.
Die nächste Frage kommt von Karl-Heinz. Es fehlt bei mir die menüzeile Keynote und Funktionen wie Vorschau etc. Okay, das ist merkwürdig, Karl-Heinz. Die sollten eigentlich aber da sein. Entweder ist dein Fenster zu klein oder du musst mal sagen, auf welcher Version du arbeitest. Vielleicht bist du da auch im Browser oder ja, irgendwo anders. Ja? Dirk sagt, die Übung macht wirklich Spaß. Tolle Idee. Ich denke auch. Also wenn euch das Spaß macht, das frage ich mal, ja. Also der Link kommt jetzt weg. Macht euch sowas Spaß? Weil das ist ja wirklich interaktiv und wir lernen was. Alle können mitmachen. Jeder kann sich aussuchen, was er machen möchte und die Übungen aufbauen. Und ich kann solche Übungen gerne machen. Und dann können wir zusammen aus den Fehlern lernen, ja. So, Edith sagt nochmal, bei mir, gucken wir nochmal. Bei mir ist auch nur die Browser-Version möglich. Sieht ganz anders aus. Okay, interessant. Das müssen wir uns vielleicht mal... Ich versuche mal Folgendes. Ich versuche mal diesen Link zu nehmen. Ja, passt mal auf. Fortfahren. Link. Und ich mache mal Folgendes. Ich mache mir hier mal ein neues Browserfenster auf. Ich riskiere das auch mal und versuche das mal in der iCloud zu laden. Dann gucken wir uns vielleicht mal parallel diese Version an, ne? So, hier kommt der Dirk und der hat eine... Haha, das ist nämlich nicht einfach. Pass auf, ich schalte gleich wieder zurück hier auf den Browser. Wir gehen aber kurz zum Dirk. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist Dirk? So, hier oben ist der Name. So, Kucht, Lothar, Klaus, Michael, Dirk. Irgendwo warst du, ich habe dich doch schon gesehen. Karl-Heinz, Dirk, da ist der Dirk. Wie kriegst du das lachende Gesicht hin? Ja, pass mal auf, das ist nämlich wirklich... Da müsst ihr ein bisschen tricksen, ja? Schaut mal, ich erkläre euch auch das. Ich habe hier eine Form genommen, und zwar diesen Kreis. Und wenn ihr hier rechte Maustaste drückt und sagt, bearbeitbar machen, dann könnt ihr hier ja einzelne Punkte verändern. Und so habe ich das gemacht. Habe aus diesen kreisrunden Punkten eine Spitze gemacht, die in die Spitze verwandelt. Auch das hier in Spitze umwandeln, ja? Und dann habe ich hier unten noch ein bisschen dran rumgezuppelt, ja? Und dann habe ich das quasi daraus gestaltet. Also so ungefähr, muss ja nicht genauso aussehen, könnt ihr den Mund gestalten, ja? So, der ist hier quasi so reingezogen worden. So, und dann ist das hier, ist jetzt nicht ganz perfekt, aber so ungefähr habe ich diesen Mund gemacht. Also mit einer bearbeiteten Form. Und dann merkt ihr, wenn man mit den Formen ein bisschen arbeitet, dann kann man da ganz schön viel rausmachen. Guck mal, Dirk, wir prüfen mal deine Tabelle hier. Ja, ist das hier die 12? Rechnet die? Ja, die rechnet. Und hier die 25 rechnet auch. Schau mal, das ist so das Typische. Du hast das sehr gut gemacht. Du hast hier zwei Zeilen gemacht. Die erste gibt nochmal den Titel an. Sehr gut. W1, W2. Hier ist dir das Blau nicht weggekommen. Und das liegt daran, dass man immer die Formatierungen, also was in einer Tabelle ist die Überschrift der Spalten und die Bezeichnung der Zeilen, das kann man hier bei der Tabelle unter den Titel und Abschlusszeilen festlegen. Da kann man nicht sagen, die erste Spalte meiner Tabelle ist immer ein Titel für diese Zeilen. Und wenn du das nicht haben möchtest, drückst du hier auf 0, dann hat diese Tabelle das nicht, dass die Zeilen, die erste Spalte quasi die Zeilen enthält. Ja? Und das Gleiche ist hier, du hast hier gesagt, die erste Zeile enthält die Bezeichnung der Spalten. Das ist richtig, deswegen steht das hier auf 1. Du könntest auf 0 stellen, dann wäre das hier quasi weg und das würde Pages anders behandeln. Da kommen wir nochmal drauf, wenn wir über Tabellen vielleicht sprechen, wie das anders behandelt wird. Ja? So, dann gucken wir mal, wird das hier schon animiert? Ja, wir gucken mal, Vorschau, tatsächlich, das Pferd bewegt sich von A nach B. Eichhörnchen hat man schon gesehen. Jetzt hier nochmal zum Medienplatzhalter möchte ich euch noch was sagen. Ja? Das ist hier oben. Das zum Beispiel, pass mal auf, das Bild zum Beispiel. Ich nehme mal das Video weg, ja, weil wir jetzt nochmal, beziehungsweise wir spielen es mal ab. Vielleicht kommt da ja ein tolles Video noch raus. Ach ja, da kommt jetzt ein YouTube-Video. Zu klein, das sehen wir nicht. Pass mal auf, das hier ist eine Grafik und wir sagen jetzt Folgendes, Format erweitert, da geht's nicht, weil das eine Form ist. Tut mir leid, da geht's auch nicht. Ich zeige euch jetzt, was ich meine, ja. Passt mal auf, ich lösche das. Ich drücke auf Medien, sage Auswählen, suche mir mal in meinem Download-Ordner hier so ein Bild, den Schneefall. Der ist ziemlich groß, den machen wir jetzt mal kleiner. So. Den setze ich klein da rein. Und diese Grafik,
Die definiere ich jetzt über Format erweitert als Medienplatzhalter. Seht ihr, das ist das Menü, mit dem man Grafiken als Medienplatzhalter definieren kann. Und was bedeutet das? Das zeige ich euch nochmal. Schaut mal, ihr seht dieses kleine Symbol dann hier. Und das bedeutet jetzt Folgendes. Egal, welches Bild ich jetzt per Drag and Drop da reinwerfe, das wird immer auf die Größe automatisch skaliert. Ich zeige euch das mal. Ich gehe mal hier in den Finder auf den Ordner Downloads, ja, und werde mal hier ein beliebiges Bild hier, dieses Seascape nehmen, schiebt das hier drauf. Seht ihr? Ich schiebe das drauf, lasse es los. Automatisch wird das quasi zu diesem Bild in der Größe. Das ist ein Medienplatzhalter. Wenn ihr also ein Bild definiert als Medienplatzhalter, können andere da Bilder reinschieben. Das ist zum Beispiel sehr praktisch, wenn ihr eine Präsentation vorbereitet und sagt, ich habe hier 4 Bilder, aber füg du mal bitte die Bilder ein aus dem letzten Urlaub. Dann macht der andere das einfach. Aber ihr habt definiert, wie die angeordnet sind, wie die gedreht sind, welchen Schatten die haben. Den Inhalt des Bildes, den ändert aber jemand anders. Und deswegen kann man Bilder als Medienplatzhalter definieren. Das ist die Idee. Ja? So, wir schauen nochmal rein. Jetzt guckt Lothar nochmal. Ich kann mit dem Link leider Keynote nicht öffnen. Ja, vielleicht gehst du dann auf die Webseite. Das ist doof. Ne? Wolfgang sagt, wo gehen Spalten? Ja, da kommen wir jetzt mal zu Wolfgang. Guck mal nochmal, wo war Wolfgang? Müssen wir hier nochmal schnell in den Dokumenten rumklicken. Ja, so, da ist Wolfgang. Wolfgang fragt, also jetzt Wolfgang hat hier, ich gehe mal auf Wolfgang, Wolfgang hat das hier noch besser gemacht, ne? Hat direkt hier ein aktuelles Bild reingemacht mit Masken. Ja, sehr gut, aber guck mal, wie toll er mit Formen arbeitet und tatsächlich kleine eigene Piktogramme zeichnen könnt, ja, wunderbar, ne? So, guck mal, und hier ist der Kreis, ja, und das ist da drin. Und wenn du jetzt aus, du hast nämlich hier einen Kreis und da die Augen drauf gesetzt, ja, jetzt zeige ich dir den Trick. Wenn du dieses anklickst und die Command-Taste gedrückt hältst und die beiden Augen anwählst, dann kannst du unter Format anordnen, sagen, subtrahiere, das ist nämlich dieses Zeichen hier, subtrahiere die Formen. Und dann passiert Folgendes, dann werden diese Augen quasi reingestanzt in das Objekt. Schau mal, dieses Objekt hier hat jetzt Augen, siehst du das? Es besteht nicht mehr aus 3 Kreisen, nämlich dem roten und den 2 Augenkreisen, sondern dadurch, dass wir mit Formen rechnen können, haben wir das rausgestanzt und es ist eine eigene Form geworden. Ne? Hat den riesen Vorteil, dass du jetzt unter Stil hier mit der Füllfarbe einen erweiterten Verlauf draufsetzen kannst und zum Beispiel hier so ein Rot reinsetzen kannst im Verlauf. Ja, können wir sogar noch ändern von dunkelrot auf hellrot. Hat das ganze Objekt jetzt den Verlauf bekommen. Ne? So, und Tabelle, erkläre ich kurz, Tabelle einfügen. Dann nehmen wir uns eine einfache Tabelle. Die hier sieht einfach aus, die wird riesig, die müssen wir erstmal verkleinern. Dazu müsst ihr hier an einen Anfasser kommen an der Seite, die Tabelle erstmal schön klein zeichnen. Das ist das Erste, was wir machen. So, ups, ich muss hier aufpassen, dass ich nicht alles verschiebe. Da oben ist sie. Und Spalten und Zeilen können wir hier drüber ändern, an diesen Anfassern, die hier an den Seiten sind. Seht ihr die? Ich mache die mal groß. Wenn wir da draufklicken, dann kann man sagen, das sind 3 Spalten und hier unten ist das Gleiche nochmal und eben eine Zeile. Ja, so, und jetzt hast du die Tabelle hier quasi, die man nicht mehr sieht, weil sie auch weiß ist, da quasi reingezeichnet. So, und da steht eine mit, können wir die noch ein bisschen kleiner machen? Ich guck mal. So, so, hier draufklicken, schmaler. Und da ist sie. Ja? So, da hast du jetzt die Tabelle. Übrigens auch der Tabelle können wir sagen, bei der Tabelle möchten wir, ich guck mal gerade, wo ist das? Das ist ziemlich versteckt manchmal, dass wir der sagen, alle Zellen sollen gefüllt werden mit einer Füllfarbe gelb. Jetzt hast du die ein bisschen besser im Blick, hier die Tabelle. Ja? Und dann können wir auf der Tabelle auch noch sagen, diese Tabelle soll Gitternetzlinien haben. So, jetzt haben wir die auch eingezeichnet und jetzt siehst du hier deutlicher deine Tabelle. Ja, also, da haben wir nochmal Tabellen kurz erklärt. Ich habe es mit Absicht so ein bisschen schummrig gelassen, damit wir eben auch was erklären und lernen können. So, Karl-Heinz kommt noch rein. Ich arbeite mit dem Mac. Warum erscheint der Browser? Die Ansicht ist vollkommen anders. Ja, das ist wahrscheinlich, weil du eine andere Version hast als ich hier. Und zwar nicht die Keynote-Version. Du kannst mal auf Keynote über Keynote klicken. Und die Version, die ich benutze, ist die 10.3.8. Und je nachdem, welches Betriebssystem ihr habt, habt ihr vielleicht nicht die aktuelle. Und damit da nichts schief geht, leitet euch Apple weiter hier auf diese Seite. So, und dann gucken wir das jetzt nochmal. Ich bin jetzt per Safari.
und verbinde mich mal damit. Und jetzt gucke ich selber mal. Ja, jetzt habe ich ja auch die Browser-Version hier. Ja, die sieht wirklich anders aus. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Mit Seite hinzufügen klappt hier mal gar nicht. Ja? So, also dann gucke ich mal. Hatte ich nicht noch auch eine leere Folie? Ja, die sehe ich auch zum allerersten Mal, ihr Lieben. Also, die einen oder anderen können ja auch gucken, ob sie diesen Knopf hier oben haben, in Keynote öffnen. Dann könntet ihr sie auf Keynote öffnen. Aber das hier sieht tatsächlich aus wie, ja, wie die Version, die wir, die Version, die noch nicht mal die auf dem iPad, das ist wirklich eine eigene Version. Guck mal, hier sieht man nämlich gar nicht, wie man hier eine eigene Seite hinzufügen könnte. Also, schaut mal, ich bin jetzt hier im Weg, ich gehe mal gerade zur Seite, aber wenn ihr in der Browser-Version seid, könnt ihr hier unten auf Plus klicken. Da unten ist die Plus-Taste und dort könnt ihr dann die Folie hinzufügen. Wir sind hier mehr oder weniger in so einer iPad-Version von Pages tatsächlich drauf. So, und dann habe ich hier unten eine Seite hinzugefügt oder irgendwo, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich sie habe. Und auf der bin ich jetzt gerade. Ja, das ist doof, aber das ist die iPad-Version. Da habt ihr Probleme, weil hier sieht das anders aus. Wir müssen als nächstes wahrscheinlich mal Keynote im Browser besprechen oder Keynote im iPad, weil das so ähnlich aussieht. Ja, das tut mir leid für die, die da drauf gelandet sind. Die einzige Hoffnung ist, ihr könnt hier drauf klicken und Animationen kann man hiermit erstellen, aber ihr seid ein bisschen überfordert, wenn ihr die Browser-Version habt. Das gebe ich ehrlich zu, das tut mir leid. Da müssen wir nochmal wirklich einen Kurs machen für die iPad-Version, damit ihr die Browser-Version auch versteht, ja? Und Dirk sagt aber gerade, was ich auch gerade meinte, wenn ihr da in dieser Version seid, schaut nochmal, das mache ich ja auch nochmal auf, schaut nochmal, ob ihr da nicht hier oben draufklicken könnt, in Keynote öffnen und dann öffnet sich das bei euch in Keynote auf dem Mac. Das müsstet ihr mal ausprobieren. Wie gesagt, alles passiert, alles kann passieren. Da bin ich echt, das ist wirklich ein Medienexperiment. Also ich glaube, da feiern wir Geschichte mit dem, was wir hier machen. Toto sagt gerade Browser oben, ah nee, Quatsch, hier kommt Toto. Nee, hier kommt, ich habe den Kommentar noch nicht freigeschaltet, anscheinend ist meine Internetverbindung Mist. Das kann gut sein, ja, also ich bin hier auf so einem Glasfasernetz, da habe ich natürlich keine Probleme mit der Übertragung, aber hier kommt natürlich jetzt irre viel Datenmaterial zusammen. Ihr müsst mal überlegen, die Bilder, die ihr jetzt einfüllt, sind ja Originalbilder in großen Formaten und die werden zu allen übertragen, also das hat schon ordentlich was zu tun. Und ich bin so überrascht, dass Apple das auf die Reihe kriegt. Schaut mal, wir sind hier oben mit 15 Teilnehmern verbunden, die alle gleichzeitig gerade was machen, dass die das auf die Reihe kriegen, wo hier was ändert, ist unfassbar, ja. So, Dirk nochmal Hinweis, also oben nochmal drauf drücken und ich habe die aktuellsten Versionen, sagt Lothar. Das ist komisch, Lothar. Da habe ich im Moment tatsächlich keine Erklärung für, aber wenn du eben den Knopf hast, da oben mit Keynote öffnen, drück da mal drauf. Da kann ich leider gar keine Antwort drauf geben, weil jetzt müssen wir Karl-Heinz Sadau, ich habe auch die aktuelle Version. Ja, okay. Also da müssen wir tatsächlich, also ich glaube, das ist eine Premiere auch für Apple, was wir hier machen. Ja, ich kann euch nicht sagen, welche Fenster ich habe sowas noch nie gemacht. Ich weiß nicht, was bei euch allen passiert, aber Fakt ist, das sehe ich hier im Voting, allen, die mitmachen, macht es gerade richtig Spaß. Ja, das freut mich. Ja, und das ist mal wieder was zum Mitmachen. Leute, wenn das klappt, dann machen wir Sendungen, dann lassen wir uns noch lustige Sachen aussagen. Ne? So, ich kann den Link zu dem Dokument nicht sehen. Ja, das stimmt, ich habe den rausgenommen. Also passt mal auf, ich setze den mal wieder rein. Ich gehe mal wieder auf Zusammenarbeiten. Augenblick, ich sende den jetzt sofort wieder in die Sendung, weil ich habe die Umfrage gerade gestartet. Und dadurch ist der Link verschwunden. Aber ihr kriegt den Link jetzt unten wieder reingesetzt. Ja, dann könnt ihr da wieder draufklicken. So, hier kommt ein kleiner Versuch, da mal drauf zu klicken auf diesen blauen Knopf. Wenn man auf den blauen Button anklickt, kommt man auf Keynote. Ja, genau. Ja, also das war ja der Tipp, wenn man da im Browser, also falls ihr in der Browser-Version bei Safari seid, ist auch egal ob Version, dann da oben hier auf Keynote öffnen klicken und dann müsstet ihr in die Keynote-Version kommen, die da ist. Ich schließe dieses Fenster mal, weil das, glaube ich, hier noch mehr Übertragung macht. So, per Safari nicht mehr verbunden. Gut, okay. Alles klar, wir gehen mal von oben runter. Ich gucke mal hier, das ist hier so der erste Versuch. Ja, wunderbar, soweit aber in Ordnung. Dann gucken wir hier nochmal die Hydron. Die hat eben mit den Einschränkungen zu die wahrscheinlich auch die Browser-Version hat. Da sind die Menüs anders, ja. So, und auch bei Druck auf Keynote öffnet sich die Browser-Version, sagt Karl-Heinz. Schade. Komisch auch. Ich kann es gar nicht erklären, warum es so ist. Also da müssten wir mal recherchieren. Da muss ich wirklich mal vielleicht Apple anschreiben, warum das bei einigen von euch so ist. Ich habe im Moment keine Erklärung. Kann ich euch echt nicht sagen.
Also wenn ihr die gleiche Version habt, es macht keinen Sinn, dass das so ist. Ich beende mal kurz den Stream, weil es sonst wieder knackst und bin wieder da. So, da bin ich wieder. Wir gehen mal weiter die Sachen hier durch. Hier die Heidrun. Nochmal hier der Tipp, wenn ihr so ein Foto habt und das anklickt, auf Bild klicken und die Sättigung hier einfach rausnehmen. Wenn ihr natürlich die Version mit dem Browser habt, wird es etwas schwieriger sein. Aber soweit so gut. Und Titel, nochmal der Tipp, hier draufklicken, Format Stil und dann hier unten Titel anklicken und da oben einen Titel angeben. Terrasse zum Beispiel wahrscheinlich oder irgend sowas. Ja, da könnt ihr das haben. Dann klebt nämlich der Titel am Bild. Das war die Idee. Tabelle von Heidrun, funktioniert die? Wir geben mal die 15 ein und ups, was haben wir denn hier? Was ist denn hier berechnet worden? Also, da habe ich da was falsch getippt. 12 plus 2 ist 6. Ah, hier ist irgendwie die Formel komisch. Da gucken wir mal rein. Da steht aber A1 plus B1. Okay. Interessant, oder? Seht ihr da einen Fehler? Ach nee, geteilt. Guck mal, hier steht geteilt. Ja, ich bin ein bisschen im Weg. So, hier steht geteilt. Da ist der Fehler. Ja, da ist das Geteiltzeichen. Und da machst du ein Plus rein. Und schon geht deine Formel. Und dann ist auch 12 plus 2 wieder 14. Und ich bin wieder glücklich, dass die Mathematik dann doch stimmt. Das A, das Dings, das Pferd bewegt sich. Nein, noch nicht. Es erscheint. Ja, und hier machst du einfach Folgendes. Da habt ihr beim Aufbau das gemacht. Aber Aufbau wollen wir gar nicht. Das heißt, wir ändern das mal und sagen hier kein Aufbau, sondern eine Aktion. Und die Aktion heißt bewegen. Und da kann man nämlich sagen, von wo nach wo soll sich das Pferd bewegen. Hier ist der Start. Da ist das Ende. Und schaut mal, da gibt es noch was. Ihr könnt nämlich hier zwischenklicken und noch so eine Kurve einbauen. Jetzt schaut mal, was das Pferd jetzt macht für eine Bewegung. Zack, bewegt sich so rüber. Also ihr merkt, damit kann man Animationspfade machen, auf dem sich diese Sachen bewegen. Auch sehr lustig, ne? Gut, Form nachbilden, das hat nicht so ganz geklappt. Die Übung da oben, weiß ich gar nicht mehr, was das war. Hier Medienplatzhalter einfügen. Ja, das hatte ich eben erklärt, ne? Also das geht nicht mit Formen, sondern mit Bildern. Zweispaltiger Text ist hier nochmal eine Herausforderung. Da klicke ich nochmal drauf und wir gucken nochmal auf Format. Text. Schaut mal, wenn ihr hier so einen Textrahmen habt und klickt auf Layout, dann könnt ihr im Layout die Spalten angeben und sagen, zwei Spalten bitte. Das klickt man, ups, klickt man hier an und jetzt haben wir hier zwei Spalten. Und wenn ich hier tippe und schreibe, dann schreibe ich über zwei Spalten. Wenn der Rahmen groß genug ist, mache ich mal. Ja, dann haben wir zwei Spalten. Ja. Könnt ihr auch drei draus machen oder vier, das geht auf jeden Fall. Hier unten, ich wollte gerade fragen, wer hat denn die Aufgabe 9 schon gemacht? Und wir merken uns mal gleich, müssen wir da oben hin. Aber hier ist jemand fertig mit allem. Der Michael, der hat das wunderbar gemacht. Hier ist die Kopie, wunderbar. Spiegeleffekt, Schwarz-Weiß-Bild mit dem Titel. Schaut, da hängt der Titel am Bild. Klappt wunderbar. Witzig, dass die Katze Minka heißt, unsere heißt Mia. Hier, da fehlt noch die Formel, nehme ich an. Ne? Also hier muss noch rein, gleich das plus das. Dann hast du auch da die Summe und egal, was wir hier ändern an der Tabelle, wenn wir hier eine 2 reinschreiben, ups, oder 220, haben wir sofort das Ergebnis. Die Schnecke hier bewegt sich, das hatten wir eben schon getestet, da kommt sie, Vorschau, wunderbar. An der Form noch ein bisschen gescheitert, okay, das Pferd, da haben wir mehrere Aktionen, Aktionen einblenden, da gucken wir mal, guck mal, er hat es bewegt und groß gemacht. Das geht nämlich auch, ihr könnt die Aktion kombinieren, ihr könnt also sagen, beweg es und skalier es dabei. Wunderbar. Platzhalter, nee, damit war wirklich das andere gemeint. Also ich erkläre es nochmal ganz kurz, weil das so viele falsch haben. Ich nehme das mal weg. Wir klicken hier auf Medien und wählen ein Foto, also irgendein Bild. Ich nehme mal hier wieder ein Weihnachtsbild. So, das mache ich erstmal ein bisschen kleiner. So, und ich bestimme jetzt quasi, wie das Bild aussieht. Also ich bestimme hier, dass das zum Beispiel mit der Control-Taste gedreht wird, dass das im Format hier einen Rahmen hat. Dann machen wir hier so einen Bilderrahmen mal drum. So. Und jetzt stellt euch mal vor, jetzt kommt jemand anders und sagt, ich will da ein anderes Bild drin haben. Und dann müsst ihr das wieder verkleinern, den Rahmen wieder machen, den Schatten setzen. Das ist ja viel Arbeit. Deswegen könnt ihr sagen, pass mal auf, das ist hier ein Bild. Da klicken wir auf Format, erweitert und sagen, dieses angewählte Bild ist ein Medienplatzhalter. Und dann bekommt es dieses Symbol. Und sobald ihr jetzt irgendwo im Finder seid, ich gehe mal zurück in den Finder, wo bin ich da? Da. Und wir nehmen ein anderes Bild, zum Beispiel dieses hier mit dem Marienkäfer. Das nehme ich einfach, schiebe das da rein und dann wird sofort skaliert und sofort rotiert, sofort der Rahmen drauf. Das war der Medienplatzhalter. Ja, damit könnt ihr quasi Layouts definieren. Das macht sehr viel Sinn, wenn man sich Vorlagen bastelt oder Seitenlayouts, die man wiederkehrend haben will, wo man dann so schöne Bildcollagen machen kann. Ne?
So, zweispaltiger Text geht nicht. Ja, doch geht, müsste eigentlich gehen. Du musst nur weiter tippen, glaube ich. Siehst du, das war schon richtig eingestellt. Geht, aber muss da rein. Und Füllverlauf hast du auch wunderbar hinbekommen. Der erste, nee, hier ist noch einer mit dem Füllverlauf. Hier ist schon der nächste. Gucken wir da nochmal drüber, über die Übung. Hier fehlt noch der Text, das ist nicht so schwierig. Doppelklick hier rein und dann kannst du hier Kopie reinschreiben und unter Stil quasi sagen, dass die vom Text her, hier Stil, rechtsbündig sein soll. Und dann klebt sie da dran, du kannst die Farbe noch auf schwarz stellen und dann hast du das eigentlich schon hinbekommen. Ja? Hier schon der richtige Ansatz, da gucken wir nochmal, der Hase war ja eben auch schon. Hier ist, glaube ich, eine Animation noch nicht drauf, also hier doch ist drauf. Da, Vorschau bewegt sich von A nach B. Hier wird anders gerechnet, aber ist egal, Hauptsache es stimmt. Guck mal hier, ne, da geben wir hier mal 44 ein. Und da hat er die Tabelle einfach anders aufgebaut. 12, sie rechnet trotzdem richtig. Also das lassen wir auf jeden Fall in der Wertung drin. Das ist absolut in Ordnung. Ich vergebe natürlich auch keine Noten. Ah, das wäre ja noch doller, ne, wenn wir das jetzt machen würden. So, ja, das mit dem Medienplatzhalter, das haben viele noch nicht so ganz. Aber hier, es wird, glaube ich, noch dran gearbeitet. Deswegen sind wir hier mal ganz ruhig. Und hier ist kein Textfeld, nein. So, das ist eine Übung, die ist, glaube ich, ist die Karl-Heinz, da haben wir schon rumgetestet, ne? Den hatten wir auch schon, da ist die Animation noch nicht da, also einfach, doch ist da, hier verwirbeln, ah, auch sehr schön, ne? Das ist auch ein schöner Effekt, wie das so reingedreht wird, auch sehr schön, hat auch wunderbar geklappt. Gucken wir hier nochmal, der Dirk hat eine richtig bunte Seite hier, wunderbar, also Dirk arbeitet da auch schon wirklich länger mit dem Programm, das sieht man, ne? Vorschau, bewegt sich hier das Pferd auch wunderbar von A nach B, ja, ganz toll, zweispaltiger Text, Medienplatzhalter ist da, Füllverlauf ist da, das wunderbare Ding kam hier oben reingewischt, ja, das ist eine glatte 1, ne? Kann man ja anders sagen, sehr gut, wunderbar. Ja, ich habe gar nicht weitergemacht, da lösche ich mal meine Seite. Hier ist der Wolfgang, auch, das war ja toll hier mit dem tollen zusammengebauten Objekt da oben, ne? Also sehr schön. Erste Zeile, zweite Zeile, ja, jetzt versuchst du den zweispaltigen Text hier mit einer Tabelle zu malen. Und das geht anders, pass mal auf, ich helfe euch da ganz kurz, ich sage euch mal, wie das ruckzuck geht. Ihr nehmt ein Textobjekt, fügt den Text hier oben ein, ja, und dann sagt ihr einfach Format und sagt hier unter, es gibt ja Format, Text, Stil, daneben ist Layout, also es gibt immer so viele Schaltflächen, aber hier kann man die Spalten einstellen. Zwei Spalten für den Text, ups, so, jetzt klappt es bei mir auch nicht. Warum klappt das nicht? Weil hier erstmal ein bisschen Text rein muss, so, machen wir mal. Und dann sagen wir zwei Spalten da ausmalen. Und dann springt er hier irgendwie komisch weg, aber er macht es dann. Seht ihr das? Und sobald wir das machen, können wir den Rahmen hier auch größer ziehen und haben jetzt so einen zweispaltigen Text, in dem wir hier rumtippen können. Ja, also das ist erstmal so die Aufgabe. Position, das können wir alles nachher nochmal ändern mit den Abständen zum Rand und so. Wunderbar. Füllverlauf gebe ich euch nochmal den Tipp. Die Seite anwählen. Das betrifft ja die Seite. Und dann auf Hintergrundfarbe, Füllfarbe, Verlauf. Und dann eben einen Verlauf bestimmen, den ihr haben wollt. Und da könnt ihr hier auch verschiedene auswählen. Da gibt es dann ganz schöne. Also ich weiß, dass viele von euch das jetzt eben unter verschiedenen Browserversionen machen mussten. Vielleicht der eine oder andere am iPad. Aber insgesamt finde ich, habt ihr das sehr gut gemacht und das ist, würde ich mal sagen, gelungen. Ihr konntet die Aufgaben lösen, wunderbar. Es hat klasse geklappt, finde ich. Habe jetzt eine Stunde daran gearbeitet, unfassbar, ja. So, Lothar hat das wohl hingekriegt, sagt er, dass er da oben auf in Keynote öffnen geklickt hat. Und dann hat es geklappt, dass es bei ihm in Keynote geöffnet hat. Also warum der Zwischenschritt mit dem Browser da ist, das kann ich dir gar nicht erklären, ne? So, jetzt sagt der Dirk noch was und fragt noch was. Und ich würde mal vorschlagen, wer jetzt noch dran rumarbeiten will, der kann das machen. Wir sind aber so grob über alle Probleme mal gegangen. Jetzt würde ich sagen, der letzte Teil unseres Kurses. Und wir sind mit Keynote beileibe nicht fertig. Wir müssen noch einen zweiten Teil machen. Ihr kennt es ja, ne? Pages hat auch vier Teile bekommen. Also mit Keynote müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Da geht ja auch noch mehr. Wir machen das auch, aber ich würde sagen, den ersten Teil schließen wir mit diesem schönen Übungsteil jetzt auch noch mal ab und ihr könnt noch mal Fragen stellen, auch Meinungen abgeben, alles Mögliche. Wer noch dran arbeiten will, kann das gerne auch noch machen. Ja. Ich speichere die Version mal hier bei mir, hoffe ich, dass das jetzt irgendwie klappt. Ja, irgendwie geteilt und dann geht das. Also wer noch ein bisschen rumspielen will, kann das machen. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt nicht mehr drüber, weil wir das doch noch schon einigermaßen kommentiert haben. Ja, also jetzt habe ich hier, ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Wenn ich in dem OBS-Programm in unserem Redaktionssystem falsch drücke, habe ich hier die Kommentare gestreckt. So. Aber wir nehmen doch die Zeit, uns Kommentare ranzunehmen. Dirk zum Beispiel sagt, ist die Kommentarfunktion in Pages eine Funktion, mit den Teilnehmern zu chatten oder ist das nur so ein Notizzettel? Nee, das ist eher
so ein Notizzettel hier oben, die Kommentarfunktion, ja. Also hier kann man zum Beispiel, ich klicke nochmal dran, hier kann man zum Beispiel dranklicken und hier einen Kommentar dran flanschen an das Objekt, ja. Das noch als Medienplatzhalter definieren. So, da kann ich so einen Kommentar dran setzen. Ihr seht, wenn ich den da dran geschrieben habe, dann kriegt das hier so ein Fähnchen und auf das Fähnchen kann man klicken, um den Kommentar zu sehen. Dann kann man darauf antworten oder löschen. Das ist mehr dazu gedacht, Dirk, um so im Team auch zu arbeiten, wenn man jetzt nicht ständig am Telefon hängen will und sich nochmal Tipps geben will. Ja, das macht man oft, dass einige sagen, pass mal auf, kannst du hier mal ein besseres Foto suchen? Das sieht so doof aus. Wir haben hier nur das schreckliche iPhone und das spiegelt. Oder kannst du hier nochmal die Grafik schöner animieren und so. Da kann man also so ein bisschen im Team Tipps geben. Und ich sag mal, gerade jetzt in Corona-Zeiten, Homeoffice und so, ist das ja hier eine fantastische Art zu arbeiten. Selbst wenn ihr jetzt mit Homeoffice nichts zu tun habt, privat unterwegs seid. Wir hatten ja schon gezeigt, zusammen an E-Books arbeiten, zusammen vielleicht Vereinszeitschriften machen, die Gemeindebriefe, Feuerwehrbriefe. Ihr könnt mit Pages gemeinsam arbeiten und der andere muss nicht mal einen Mac haben. Ihr habt es gesehen, das geht auf der Pages-Version im Internet auch so. Die wir aber faires halber uns mal tatsächlich irgendwann angucken müssen, damit wir da auch einen Kurs zu machen. Also das sollten wir auf jeden Fall auch noch mit berücksichtigen, dass wir dazu was machen. Ne? So, ich nehme mal weiter die Kommentare ran. Ja? Schreibt sie mal nicht zu lang, das passt nicht alles hier rein. Ich muss mal meine Kommentarfunktion irgendwann was länger machen. Ich bleibe dabei, steige aber aus der Übung aus, wegen der Fehlmöglichkeiten auf der Webseite. Auf Keynote muss ich neu anfangen, ich komme dann nicht nach. Danke für diese Aktion. Gerne, Heidrun. Also wie gesagt, das muss man auch ein bisschen wollt ihr. Das ist auf dem Browser einfach zu schwierig. Das muss ich ehrlich sagen, das habe ich nicht gewusst, dass es da so aussieht. Wir müssen dringend einen Teil für diesen Browser machen, damit es dann auch Spaß macht. Also da kämpft ihr wirklich. Aber wunderbar, Heidrun, herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Diese Experimente macht ihr ja Gott sei Dank alle mit. So, der Bodo sagt, kann ich diese Datei für mich speichern zum Üben? Und tatsächlich beim letzten Mal haben wir darüber rüber gerätselt, geht das überhaupt? Und das müsstet ihr mal schauen, ob ihr hier auf Ablage sagen könnt, ich möchte hier sichern und zwar sichern unter. Dazu haltet ihr die Alt-Taste gedrückt, dann erscheint nämlich hier sichern unter. Und dann müsstet ihr aufgefordert werden, die irgendwo hin zu speichern und zwar irgendwo auf euren Schreibtisch. Damit könntet ihr vielleicht die Kopie speichern. Also ich würde sagen, Bodo, teste das mal und gib uns mal ein Feedback, ob du so auf deinem Schreibtisch oder in deinem Dokumenteordner die Kopie speichern könntest. Ja? So, dann haben wir noch einen Kommentar. Der kommt von Kurt. Wenn ich an Keynote arbeite, sehe ich dich nicht mehr. Ich höre dich nur noch. Ist das normal? Ja, das ist leider normal, weil die Fenster wahrscheinlich überlagert sind. Also das ist der einzige Nachteil. Man bräuchte so quasi zwei Geräte. Ne? Der Livestream läuft auf dem iPad und das Ganze machen wir am Mac. Also da gebe ich zu, da muss man so technisch noch ein bisschen, ja, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ne? Oder also man braucht vielleicht zwei Rechner für dieses Medienexperiment. Aber es ist ein Medienexperiment. Ja, und ich finde es so lustig, dass wir da euch ein, also dass ich euch einbinden kann. Ja, das finde ich wirklich richtig. Richtig klasse, ne? So, der Wolfgang sagt nochmal, das ist ja wirklich eine ganz tolle Sache, lieber Per. Ganz toll, kann man nicht mit anderen Teilnehmern Kontakt aufnehmen, um sich auszutauschen? Ja, also das bestimmt. Also da müssten wir nur ein Forum bauen, also so eine Plattform auf der Webseite, auf der das geht. Aber da sage ich ganz ehrlich, die sind, was die rechtlichen Sachen angeht, so, ja, moderationspflichtig, damit da eben wirklich auch nur legale Sachen landen, dass ich da den ganzen Tag das moderieren müsste, da hätte ich gar keine Zeit zu, das zu machen. Ihr müsst immer bedenken, ich bin wirklich beruflich, mache ich was anderes und das ist absolut mein Hobby. Ich mache das so in meiner Freizeit und die Freizeit besteht tatsächlich nicht nur aus dem Club, sondern ich mache auch viele andere Sachen gerne in meiner Freizeit. Die ist natürlich jetzt sehr eingeschränkt, die Freizeit durch den Lockdown, deswegen haben wir so viel Zeit, aber ich kann als One-Man-Show nicht dieses ganze komplexe Thema mit Foren und wir tauschen uns aus. Da würde ich gerne mehr machen, aber da bräuchte ich das Ganze, da müsste ich das beruflich machen und das tue ich nicht. Also deswegen kann ich euch das gerade nicht bieten, aber ihr seht ja, ich suche Möglichkeiten, wie wir trotzdem zusammenkommen und Dinge zusammen machen. Ja, also das ist doch vielleicht auch ein Weg dahin und vielleicht kriegen wir irgendwann auch andere Lösungen dahin. So, dass es nicht funktioniert, liegt am iCloud Drive. Was es ist, weiß ich auch nicht. Okay, ja, möglicherweise, also das müssen wir nochmal rausfinden, was das, ja, ich kann da gar keine Antwort drauf geben. Wolfgang sagt nochmal, dass Speichern geht, aber warum manche da auf diesen Webversionen und die iCloud und irgendwie versucht Apple scheinbar irgendwie den User dahin zu schicken, wo das meiste von den Funktionen möglich ist, ja, und das ist bei dem einen scheinbar die iPad-Version, die Webbrowser-Version, bei dem einen die Mac-Version, aber
Einen Grund kann ich dafür gar nicht so klären. Ne? So, jetzt kommt noch mal. Man kann auch Bild im Bild machen. Zweimal die rechte Maustaste drücken, Mac, dann hat man beide Fenster. Ja, genau. Ne? Also hier zweimal die rechte Maustaste. So, hier, zack, ups. So. Wenn ihr hier auf dem grünen Knopf gedrückt haltet, dann könnt ihr quasi... konnte man bislang umschalten. Das geht jetzt bei mir überhaupt nicht, weil ich hier entweder ein anderes Programm drin habe. Muss ich nochmal suchen. Aber man kann tatsächlich zwei Fenster nebeneinander machen. Das geht auch auf dem iPad. Aber da müssen wir uns tatsächlich nochmal so ein bisschen mit Big Sur, da hat sich auch was verändert. Das ging auch anders mit diesen zwei Bildschirmen mal, meine ich. Aber es kann auch sein, dass ich hier gerade die Live-Übertragung habe oder dass ich einfach völlig unkonzentriert gerade bin. Kann das auch sein. Kann gespeichert werden, aber Datei relativ groß und dauert. Das glaube ich, dass die Datei groß ist. Das Problem ist ja, dass in dieser Datei jetzt diese lustigen Bilder hier alle drin sind und die sind riesig, ja, auch wenn die nur so klein aussehen. Wir können ja hier mal gucken, unter Dateigröße reduzieren, das hatten wir ja auch schon in Pages, kann man auch in Keynote die Dateigröße reduzieren und zwar von 33 MB und so groß ist das Dokument derzeit auf 7,7 MB und da könntest du dann auf eine Kopie reduzieren klicken und hättest dann eine Kopie mit weniger großen Dateien drin, also auf Ablage Datei reduzieren und ihr seht, wie gleich alles ist. Guck mal, obwohl ihr den Pages-Kurs gemacht habt. Und das war eigentlich so mein kleiner Gag. Vieles der Aufgaben, die wir hier gemacht haben, hatte mit Pages zu tun. Ja? Zweispaltigen Text hat nichts mit Kino zu tun. Formen zu kopieren hat nichts mit Pages, mit Kino zu tun. Tabellen rechnen lassen hat nichts mit Kino zu tun. Diese Formen darstellen hat nichts mit Kino zu tun. Hat alles mit Pages zu tun. Aber obwohl ihr Pages-Kurs hattet, konntet ihr das alles in Keynote umsetzen. Ist das nicht fantastisch, wie beide Programme so ineinander greifen? Übrigens Numbers auch, damit haben wir drei Programme, die so ineinander greifen. Wie toll Apple darüber nachgedacht hat und welch wahnsinniger Aufwand das ist, sich zu überlegen, wie können wir eine einheitliche Benutzeroberfläche für alle drei Programme hinbekommen. Das ist wirklich nicht einfach. Wer programmieren kann und wer weiß, wie man Benutzeroberflächen gestalten muss, weiß, was dahinter steckt. Und dass dann die ein oder andere Funktion nicht mehr ging, die früher mal ging, das ist einfach dem geschuldet, dass man das vereinheitlichen wollte. Aber welch Riesenvorteil für euch. Pages könnt ihr. Ihr arbeitet gerade im Keynote und macht alle Übungen. Ja? Das Einzige, was wir jetzt dazugelernt haben, ist, wir können hier noch Dinge animieren. Und damit müssen wir uns dann im nächsten Teil noch weiter beschäftigen, wie können wir hier noch mehr mit diesen Animationen machen. Ne? Also, da... Denn das möchte ich euch noch zeigen. Wie können wir die in iMovie exportieren? Vielleicht hat der eine oder andere von mir ja den iMovie, das E-Book geholt, Mac am iMovie am Mac. Ja, da erkläre ich ja nochmal, wie man einen Videoschnitt macht. Aber genau dafür können wir Keynote verwenden, um zum Beispiel Titel toll zu animieren, Überblendungen zu machen, kleine Diashows einzuspielen. Wir missbrauchen also in den nächsten Teilen Keynote, um das Präsentieren mal wegzulassen und das Keynote-Programm eher als Animationsstudio zu benutzen. Ja? Wer präsentiert denn heute noch? Ja? Wo denn? Es ist ja im Lockdown nichts möglich. Aber ich sage euch noch was, das ist nämlich auch absolut Wahnsinn. Hier oben könnt ihr unter Keynote Live die Präsentation übers Internet präsentieren und da können Leute zuschauen. Das Einzige, was nicht geht, ist, dass der Ton mit übertragen wird. Da müsstet ihr mit Skype eine Konferenz aufbauen, um den Ton zu übertragen. Aber man hat die Möglichkeit, vom Homeoffice aus in alle Welt diese Präsentation zu starten. Was wir hier machen, können wir quasi live präsentieren auf Browsern. Das ist unabhängig von der Plattform. Also ihr merkt, Keynote ist wahnsinnig mächtig. Richtig tolles Programm. Ich bin auch sehr begeistert von Keynote. So, jetzt kommen noch ein paar Kommentare. Schickt noch bitte Kommentare. Ich sehe, dass einige noch arbeiten. Ich würde auch vorschlagen, wenn wir gleich die Sendung bearbeiten, ich lasse euch das gerne noch ein bisschen offen. Zieht euch sonst eine Kopie und dann könnt ihr noch ein bisschen rumspielen. Aber ich denke, es ist ein gelungener Start, interaktiv Kurse umzusetzen. Michael sagt also, ich meine, in deinem Stream oder YouTube, dann sieht man beide Fenster. Ach so, ja, okay. Das stimmt. Ich muss das mal irgendwann erklären, wie man das macht mit dem Fullscreen und mit den beiden Fenstern. Das Dumme ist, ich habe ja hier nicht mein YouTube-Video noch laufen. Das würde meine Bandbreite dann völlig in die Hose hauen wahrscheinlich. Bodo sagt, nur die eigenen Seiten behalten und die restlichen löschen, dann kleine Datei. Das ist richtig, das geht auch. Ihr könnt natürlich dann sagen, passt mal auf, ich will hier den Rest nicht haben. Ja, dann geht ihr hier hin und sagt, pass mal auf von der Seite. Aber macht das bitte jetzt nicht in dem Dokument. Ihr könnt nämlich hier auch Seiten löschen, dann sind die alle weg. Aber in der Kopie könnt ihr es machen. Ja, nicht hier, dann löscht ihr den anderen die Seite. Um Gottes Willen. Ah, okay. Super, das war mal eine richtig lustige Sendung wieder. Ich fand das sehr genial, ganz toll.
Da seht ihr mal, wenn man so ein bisschen überlegt, muss man sich mal überlegen, ja, da ist man ja auch nicht auf die Idee gekommen, dass uns Apple mit Keynote und Pages die Möglichkeit gibt, eine solche YouTube-Sendung zu machen. Das, glaube ich, hätten die sich auch nicht ausgedacht. Interaktives Zusammenarbeiten während eines Livestreams an Dokumenten. Also ich glaube, und ich sehe ja auch, was ihr lernt. Ich sehe ja, wie erfolgreich meine Kurse offenbar sind. Dass ihr kommt ja damit klar, denn die Übungen konntet ihr alle absolvieren. Hier und da hapert es noch ein bisschen, aber da hilft man ja ein bisschen nach mit den Kursen. Also eine Freude, das zu sehen, ja, dass das wirklich auch Erfolg hat. Weil ich sehe ja sonst nicht, bringt der Kurs was? Ja, also ich sehe zwar, ihr schickt mir dann was und dann sehe ich auch das ein oder andere, erkenne ich, okay, und sage, ah, da haben sie das umgesetzt, was ich im Kurs gemacht habe. Aber das Feedback kommt wenig zurück. Ja, und jetzt sehe ich Feedback. Jetzt sehe ich zum Beispiel, okay, das kannst du besser erklären. Da müssen wir nochmal nachhaken. Da gibt es noch ein paar Probleme. Ja, diese Medienplatzhalter müssten wir vielleicht nochmal erklären. Ja, Tabellen müssen wir vielleicht auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Aber man sieht, wo man jetzt nochmal nachjustieren kann. Und treue Zuschauer haben dann später was davon, wenn wir uns das nochmal in Auffrischungskursen angucken. Also da haben wir das Jahr 2021 mit was Fantastischem gestartet. Ich muss mich selber loben. Aber es ist mal so. Also da freue ich mich selber drüber, weil diese dumme Idee mir beim Radfahren kam. Ich dachte, Mensch, wenn wir jetzt alle an Dokumenten arbeiten, wie genial wäre das denn? Das müsste doch gehen. Und dann haben wir es ausprobiert und heute im zweiten Teil mit Übungsaufgaben. Ja, schreibt gerne, wie ihr es fand. Hat euch das wirklich Spaß gemacht? Wir hatten eben Voting, da haben alle gesagt, es hat Spaß gemacht. Also da könnt ihr gerne noch ein bisschen Feedback abgeben. Habe nicht alles geschafft, aber bin zufrieden. Danke für die Sendung. Alfons, darum geht es auch nicht. Alles zu schaffen war nicht Sinn der Sache, sondern ein bisschen mitzumachen. Und ich wollte ja so ein bisschen gucken, wo hakt es noch, wo können wir es machen. Aber das war ja keine Übung, die benotet wird oder wo alle alles schaffen sollten. Ne? Aber sehr, sehr großen Dank, dass ihr da mitmacht. Herzlichen Dank auf jeden Fall für so viele Zuschauer, viele treue Zuschauer, die immer wieder dabei sind. Macht euch einfach die Zeit so gut, so schön, wie es geht. Beschäftigt euch, haltet den Kopf frei. Auch das ist mein Tipp fürs Alter, glaube ich. Ich kenne viele im hohen Alter, die sich sehr viel noch mit neuesten Sachen beschäftigen und das hält fit, macht Laune, Lust am Leben und dann muss man raus. Ich meine, man muss ja eins sehen, wenn man sich ein schönes Fotobuch macht mit tollen Bildern, kriegt man Lust, beim nächsten Mal noch bessere Fotos zu machen. Also rennt man in die Natur, also zumindest geht es mir so und denkt schon im Kopf, oh, fürs nächste Fotobuch, die Aufnahme, hier die Blumen als Hintergrundbild, mache ich nochmal mit dem verschwommenen Schatten. Also so renne ich schon durch die Gegend, ja, und dann kriegt man richtig Lust, weil man einfach weiß, so, da mache ich mehr draus als nur ein Sammelsurium an Fotos, sondern das ist das nächste Fotobuch, das nächste Jahrbuch und das hält fit, macht Spaß und hält am Leben. Ja? So, also ich würde sagen, es ist 16.26 Uhr. Leute, 2,5 Stunden schon wieder, ich kann es nicht fassen. Unglaublich. Dann würde ich sagen, wir sehen uns zu einem zweiten Teil Keynote. Dann beschäftigen wir uns etwas mehr mit Animation, was möglich ist und wie wir das Ganze mal exportieren in verschiedene Formate. Und dann gucken wir uns auch mal an, was so animierte Grafiken machen, ja, die ja ganz nett sind, aber wie groß Dateien werden können und wie wir sie klein kriegen und wie wir darauf achten können beim Gestalten, dass sie nicht zu groß werden. Da gibt es nämlich auch ein paar Tipps und Kniffe. Und dann basteln wir uns mal tolle Sachen, kleine Filmchen, die wir ja in Pages, in E-Books einfügen können oder in iMovie in unsere Filme sowieso einfügen können. Oder wir können auch generell einen Film machen. Ja, wie gesagt, wir haben ja Hygienemaßnahmen als Infofilm für unsere Gäste erstellt. Das ist ein eigenständiger Film, geht auch. Ja, also, das machen wir beim nächsten Mal. In dem Sinne, alles Gute, viel Glück, Blödsinn, viel Spaß, wollte ich sagen. Und bleibt lustig und munter, ja? So, und der Abspann, den ich wie immer suche in meinem blöden Programm, wo ist er denn, ne? Also, bis dahin, tschüss.